Aufgepasst! Präzise um 21.45 Uhr beginnt der Kölner Treff. Präzise ist mir schon zu verwaschen. Also Punkt 21.45 Uhr sind zu Gast Musiker und Schriftsteller Sven Regener, Moderatorin Nina Eichinger, Sänger und Moderator Maxi Arland und Philosoph und Autor Richard David Precht. Das habe ich mir immer schon gewünscht. Kölner Treff. Jetzt. WDR. Zuschauen und stelle Ihnen meine Gäste vor, vor allen Dingen aber auch die Themen DDR-Geschichte als Fernsehserie. Weißen Sie zwei, so eine Schlagzeile, ist ein Gesamtkunstwerk. Und ich habe Ihnen hier den Generalmajor Hans Kupfer aus der Serie im wahren Leben, Uwe Kokisch. Schön, dass Sie da sind. Mit gerade mal 32 Jahren feiert er sein 20-jähriges Bühnenjubiläum und versucht immer wieder Vorurteile gegen die Volksmusiker zu widerlegen. Es wird ihm auch hier gelingen. Maxi Arland, schön, dass Sie da sind. Wie komme ich durchs Leben, ohne lesen und schreiben zu können? Sie ist in unserem Bildungssystem zunächst quasi auf der Strecke geblieben und hat trotzdem ihren Weg gemacht. Und dann hat sie es irgendwann doch noch mal angegangen. Das Lesen und Schreiben soll bei Klockmann begleitet von ihrer Lehrerin Almut Schladebach. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Bum, bum, Kratzbürste, Horsty Bros, um die wilden Zeiten der Rave. In den 90er Jahren geht es in seinem neuen Roman. Ich freue mich sehr auf den Musiker und Schriftsteller Sven Regener. Herzlich willkommen. Er ist als Philosoph zu Ruhm und Ehre gekommen. Dabei war er ein eher mittelmäßiger Schüler, um es vorsichtig auszudrücken, und fordert nun, Schule muss ganz anders werden. Richard David Precht, schön, dass Sie da sind. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Den Satz werden Sie von ihr, glaube ich, nicht hören. Denn sie ist Kräuterexpertin, Heilpraktikerin und will sowieso nur unser Bestes. Herzlich willkommen, Melanie Wenzel. Und weil Sie nur unser Bestes wollen, schreiben Sie in Ihrem Buch über Kräuter und alles Mögliche, was man damit anstellen kann, auch vom Kraut der Unsterblichkeit. Und da geht meine erste Frage mal an Uwe Kokisch. Wie alt möchten Sie werden? 100? Ich bin geduldig, ich warte ab. Das kann noch mehr werden. Wenn man das hört, wo kommt denn so ein Name her? Kraut der Unsterblichkeit? Das hat sich irgendwer ausgedacht, weil der richtige Name heißt Jiao Gulan. Da hat man gedacht, ach, das ist aber irgendwie ein bisschen schwergängig. Und da der Name quasi Programm ist, hat man dann das Kraut der Unsterblichkeit dazu gesagt. Nehmen Sie das gelegentlich voll von Hoffnung? Unter anderem, ja, sicher. Warum wollen die Leute heutzutage also nicht unbedingt so alt werden? Wenn man Statistiken liest, dann liegen die meistens irgendwann im Pflegeheim rum. Ja, ich glaube nicht, dass man unbedingt alt werden möchte. Also nicht Quantität, ich glaube, es geht eher um die Qualität. Und da möchte jeder einfach gut altern. Mhm. Sie haben uns was mitgebracht, das finde ich ganz interessant, weil Sie sagen, es gibt so ein paar Sachen, das sind eigentlich Geheimwaffen für die Gesundheit. Und das ist das sogenannte Maringa-Kraut, beziehungsweise Moringa. Ich fange schon gut an. Sie sehen, ich bin versessen auf Kräuter. Doch Rosmarin auf Lamm finde ich herrlich, ja. Um das klarzustellen. Genau, ich habe so kann man sie gegen. Auch einnehmen. Ich habe nichts gegen Kräuter, so kann man sie auch einnehmen. Moringa-Kraut. Und da haben Sie sich die Mühe gemacht und uns einen Saft gemixt. Den sollen wir jetzt alle probieren. Und Sie übernehmen die Garantie, dass da nichts Schlimmes passiert. Genau. Wir müssen aber auch nicht ewig leben. Nein. Das einmal trinken garantiert noch gar nichts. Ich mache keine falschen Versprechungen. Es ist ein Smoothie. Es ist Moringa mit drin, es ist Granatapfelsaft drin, es ist Leinsamen drin und Goji-Beeren. Maxi hat es schon in der Hand. Ja, auf geht's. Jetzt kommen wir mal. Also ich probiere es auch mal. Zum Wohl.
Es sieht nicht so ansprechend aus. Da darf man sich nie von abschrecken lassen. Das riecht auch nicht gut. So, okay. Nach der Brandy. Ja. Schmeckt nicht schlecht. Schmeckt, ja, Smoothie. Relativ dickflüssig. Wer lacht denn da jetzt schon aus dem Publikum? Weil ich mal hier statt Kölsch Moringa-Saft trinke. Ne? Ja. Wir haben ja den Anspruch zu heilen. Es sind oft keine geschmacklichen Highlights, sondern es geht ja mehr um die Wirkung. Ja, bei Wirkung bin ich gleich bei Klosterfrau Melissengeist. 79% Alkohol. Ja, irre, oder? So. Da geht es einem automatisch gut. Ne? Das nehmen ja auch gerne viele. Es war früher auch für ältere Damen besonders beliebt. Ne? Ja, meine Oma, also die hat gesagt, also Melissengeist kann man alles mit heilen. Wirklich, das war für alles. Wie waren die Leberwerte? Nicht schlecht, kann man nicht sagen. Okay, hier ist das Bäumchen. Praktischerweise haben Sie es gleich mitgebracht. Genau, das ist das Moringa-Bäumchen. Das Bäumchen ist 2 Wochen alt. Das muss man dazu sagen. Es ist eine Pflanze, die extrem schnell wächst. Ja. Aber, wie gesagt, in den Tropen beheimatet. Bei uns hört dann irgendwann einfach klimatisch das Wachstum auf. Aber Tropen, Subtropen, da geht es dann richtig ab, bis zu 6 Meter. Sie haben ein Buch darüber geschrieben, wie nicht ich persönlich, sondern wie wir alle Gesundheit endlich mal in die eigene Hand nehmen wollen. Eigentlich leben wir in einem gesundheitsbewussten Zeitalter. Andererseits wissen viele, das ist gar nicht so einfach und wir machen viel, was ungesund ist. Und ich würde gerne mal in die Runde fragen, Maxi, achten Sie bei Ernährung oder bei dem, was Sie zu sich nehmen, extrem auf die Wirkung? Also, dass es wirklich auch gesund ist, gutes Essen? Ich ehrlich gesagt nicht. Meine Frau, glaube ich, schon eher. Die kocht für uns sehr, sehr gut und auch ausgeglichen. Ich esse das, was mir schmeckt und habe da, glaube ich, ein ganz gutes Händchen dafür. Also, ich hau auch mal irgendwie bei einer Frittenbude zu oder so. Ich glaube, wenn man das in Maßen macht, ist das auch in Ordnung. Und ich glaube, das brauchen wir sogar, diese ungesunden Fette, wenn es dann mal wieder so eine Ingwerknolle ist, die ich sehr gerne esse. Wenn es im Hals kratzt und so. Zum Durchspülen sozusagen auch, ja. Richard David Precht, Sie wissen in vielen Gebieten sehr gut Bescheid als Philosoph unserer Tage. Wie halten Sie es mit Ihrer Ernährung? Sicher einer meiner ganz großen Schwachpunkte. Ich mache mir über meine Ernährung sehr, sehr wenig Gedanken. Ich kenne natürlich auch Leute, die krank deswegen sind, weil sie sich ständig Gedanken um ihre Gesundheit machen. Diese Extremfälle gibt es natürlich auch. Und dann gibt es immer diese großartigen Weisheiten, die dann 20 Jahre später nicht mehr gelten. Ich hatte mal die Erfahrung, ich hatte eine liebende Freundin, als ich Anfang 20 war, die gesagt hat, du kannst nicht immer diese Pappe von Brot essen und mir also dann immer so schöne Körnerbrötchen jeden Morgen zum Frühstück gekauft hat. Die habe ich dann 2 Jahre lang gegessen, bis meine Darmzotten ruiniert waren. Ich bin dann zum Arzt gegangen, weil ich also enorme Verdauungsprobleme hatte und dann sagte der Arzt zu mir, warum essen Sie sowas? Also schon die alten Ägypter hätten aus guten Gründen ihr Mehl gemahlen. Ja, also für Vollkorn sei die menschliche Verdauung beim besten Willen nicht ausgerichtet. Und seitdem verzichte ich auf Vollkornprodukte und das tut mir sehr gut. Soll, weil Sie arbeiten heute als Köchin in einer relativ großen Küche. Wie ist das? Nee, als Hilfsköchin. Ja gut, aber wir arbeiten ja da. Aber wie achten Sie selber auf Ihre Ernährung? Es geht so teilweise. Manchmal gehe ich auch an die Currywurstbude sozusagen, aber man sollte so teilweise. Mal sollte auch gesund leben, aber auch mal sich auch mal was gönnen sozusagen. Das war's doch. Ne? Aber dabei haben Sie 1,5 Jahre mal in einem Tee- und Gewürzladen gearbeitet. Ja, da hatten Sie ja eigentlich Kontakt zu dem, was auch sehr gesund sein kann. Ja. Kann. Okay, es ging spurenlos an Ihnen vorüber. Ich sehe es schon. Sven Regener, wenn Musiker auf Tour sind, das beschreiben Sie auch in Ihrem neuen Roman, dann wird schon mal schnell und hektisch und irgendwo was gegessen, wenn Hunger ist. Wie war das früher bei Ihnen? Naja, das ist immer die Frage der Umstände. Also ich bin ja Rockmusiker und früher war das so auf Tournee, dass wir keinen eigenen Catering-Service dabei hatten, sondern meistens in kleinen Clubs spielten und dann bekam man was vom Call the Pizza oder so. Und das ist auch okay, wenn man jung ist. Aber es ist schon gut als Musiker, wenn mit fortschreitendem Alter, also als Rockmusiker vor allem, auch die Dinge etwas bequemer werden. Das hat ja nicht so sehr mit dem Essen nur zu tun, auch mit dem Schleppen der Dinge und so, was man nicht mehr machen muss irgendwann. Und beim Essen ist es so, ja, wir haben heute einen Catering-Service, Ole Plogstedt. Ich meine, manche kennen ihn sogar aus dem Fernsehen, Rote Gourmet-Fraktion. Und das ist einer der besten Köche der Welt, meiner Ansicht nach. Und der macht Rock'n'Roll-Catering und besser kann man es nicht haben, ehrlich gesagt. Und da stellt sich für uns auch nicht die Frage nach Gesundheit, sondern das ist auch Kultur. Und ich sage immer, gut, es gibt Leute, die essen, es Leute, die nehmen Nahrung zu sich, ja, und sehen das als den verlängerten Arm der Apotheke, ich nicht. Ich sehe das als was eine ganz eigene Qualität hat.
Also so wie ich auch Literatur, ja, also die schöne Literatur nicht als verlängerten Arm des Journalismus sehe, so sehe ich auch Essen nicht als verlängerten Arm irgendwelcher Functional-Food-Geschichten, sondern sage, nein, das hat einen eigenen Wert an sich, etwas Tolles zu essen. Aber was jetzt auffällt, alle haben geantwortet über ihre eigenen Essgewohnheiten, aber keiner hat gesagt, ja, ich passe schon auf, dass ich beispielsweise auch Kräuter und Gewürze dran tue, die eine bestimmte Wirkung haben, hat keiner gemacht. Ist in unserem Land relativ weit hinten so im Bewusstsein, ne? Naja, nein, das ist kann man so nicht sagen. Das ärgert mich jetzt auch ein bisschen. Das ärgert mich jetzt auch ein bisschen, muss ich sagen. Weil Kräuter haben nicht nur die Funktion, irgendwie zu heilen. Und ich werfe mit dem Kraut, ja, mit dem Rosmarin an den Kartoffeln, tue ich nicht notwendigerweise den Heilkraut daran, sondern ich möchte vor allem, dass die Sache in sich, die Rosmarinkartoffel ist eine tolle Sache, an sich einfach, zum Essen. Ja, da muss ich nicht gleich das auch noch medizinisch begründen. Ist gar nicht nötig. Da jeder, der das isst, sagt ja toll. Ja, habe ich ja eben auch gesagt. Ja? Ich würde noch lieber an Lachs, an Lammlachs oder so tun. Aber Sie machen ja genau das. Sie nehmen die Kräuter und arbeiten auch damit und kochen damit vor allen Dingen total lecker. Dann haben wir sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Gesund und lecker. Genau. Dann ist es immer perfekt, wenn man das hinkriegt. Warum ist das hier so weit hinten im Bewusstsein? Glaube ich eigentlich nicht, dass das so weit hinten ist. Weil wir haben ja gehört, also die Deutschen gehen Unsummen an Nahrungsergänzungsmittel aus. 900 Millionen Euro im Jahr. Irre. Aber ich glaube, es ist gerade, weil sie sich so ungesund ernähren, dass man denkt, oh, dann nehme ich aber lieber ein paar Pillen und dann gleicht sich das wieder aus und dann bin ich auf der sicheren Seite. Na, es steht ja drauf bei diesen ganzen zusätzlichen Sachen, die man im Reformhaus oder beim DM oder so bekommt. Und bei den Kräutern weiß ja von uns keiner, wie was wirkt. Das ist vielleicht der Hintergrund. Wenn ich das wüsste, dann würde ich dann überall die teuersten Kräuter drauf machen. Sie haben eben schon von Ingwer gesprochen. Ja, ja, das weiß ich vom Schubeck. Aber nur deswegen. Fernsehen. Weil er eben gesagt hat, das hilft bei Erkältung und eigentlich hilft Ingwer gegen alles, glaube ich. Aber vielleicht können wir, Sven Regner, der skeptisch sagte, ich will das ja, weil es schmeckt und nicht, will ich nicht wissen, was es wirkt. Aber es gibt einen Liebeslikör. Mhm. Wie wirkt der denn? So wie ein guter Rotwein? Durchblutend. Es sind also, ich sag mal so, der Liebeslikör enthält alle natürlichen Bestandteile, die durchblutend und anregend auf die Sexualorgane wirken. Wie mixen Sie den denn? Schmeckt auch deutlich besser, als eine kleine Pille zu nehmen. Man setzt einen Likör an, das heißt, man nimmt Kräuter, es ist Zimt drin, es ist Vanille drin, Branntwein, Zucker und daraus, das setzt man an. Wenn Sie so gesund leben und alles wissen, wann waren Sie zuletzt beim Arzt? Oh, ich habe gar keinen Hausarzt, ehrlich gesagt. Ich wüsste im Ernstfall gar nicht, wo ich hingehen sollte. Okay, und wenn Sie um die Wirkung so viel wissen, wenn Sie jetzt was Harmloses haben wie eine Erkältung, was machen Sie dann? Nicht viel, weil das sind Sachen, das passiert einfach. Und man hat uns so das Kranksein so negativ geschildert. Es ist nicht schlimm, mal krank zu sein. Es sind Trainingsläufe des Immunsystems. Es ist wie eine Armee, die einfach nie gebraucht wird. Die kann irgendwann nichts. Und diese Probeläufe, diese Erkältungen sind einfach wichtig fürs Immunsystem. Und wenn ich nicht gerade nicht kann oder es eine Grippe wird, ist das völlig in Ordnung, mal erkältet zu sein. Uwe Kokisch, sind Sie ein wehleidiger Mensch? Wenn Sie was haben wie eine Erkältung, jammern Sie dann sehr? Nein. Was soll da mal anderes sagen jetzt? Nein, um Gottes Willen. Ja, Sie haben so eine sympathische Frau. Es kann ja sein, dass die da zur Höchstleistung aufläuft. Um sie zu pflegen und zu trösten. Nein, nein, aber ich traue mich ja nicht zu sagen, aber wir leben seit einem halben Jahr vegan. Oh Gott, nicht ist so super. Ich kann es nur empfehlen, ist super. Ach, das ist super. Ja. Da sagen Sie ja. Jetzt muss ich mal eins hier aufklären in der Runde. Ihr Mann, der Sie heute auch begleitet hat, ist nicht gut zu sprechen auf Richard David Precht. Warum? Stimmt. Warum sagen Sie es selber? Er hat mir damals das Buch geschenkt, Wer bin ich und wenn ja, wie viele. Und dann habe ich es im Urlaub gelesen und kam irgendwann zu dem Kapitel, wie ist es moralisch, ethisch zu vertreten, Fleisch zu essen, Tiere zu töten. Und es war eh so ein bisschen mein Thema und das hat wirklich den Ausschlag gegeben. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte es nicht mehr, ich esse kein Fleisch mehr. Und mein Mann meint, seitdem kriegt er nichts Anständiges mehr zu essen zu Hause und es stinkt sauer. Und Precht ist schuld. Gab es bei Ihnen denn bestimmten Anlass, also auch auf Tierprodukte zu verzichten? Also nicht nur kein Fleisch, sondern eben. Nein, das war nicht ideologisch. Das war erstmal gut, das ist nebenbei. Das ist eine Nebenerscheinung, die finde ich prima. Wunderbar, wunderbar. Wenn man kann sich ja jeder angucken, einen Dokumentarfilm, da hängt es noch Leben dran und dann die Kettensäge, schlupp, ja, tut es leid, nächste Ding, schlupp. Da vergeht mir der Appetit. Aber es war so, dass ich eine Sendung gesehen habe, ging es um Veganen und ich bin eher nicht so. Ich bin also sehr
ich habe sehr viele Vorurteile und da hatte ich auch große Vorurteile. Aber der war irgendwie, war der sehr sportlich und agil, der das machte und sagte und erzählte. Da habe ich gesagt, lass uns doch mal ausprobieren, was das ist. Ich meine, ich kann ja Amerika nicht mehr entdecken, das haben sie alles schon. Wo sind meine Entdeckungen? Mhm. Die kann ich ja nur mit mir machen. Mit mir und meinem Körper dachte ich, okay, probieren wir das mal aus. Und dann haben wir es probiert und das schmeckt, ich kann es nur sagen, wie es gemacht ist, muss man natürlich machen. Also man sieht normalerweise so ein weißes Schlapperzeug, ne? Das ist ein Tofu oder was? Nein. Es gibt Gewürz, es gibt gebraten, das schmeckt alles mit Kräutern, mit Gewürzen, es knallt auf der Zunge wie ein Feuerwerk. Es ist großartig. Und wenn man es gut macht. Und wenn Sie drehen und haben dann Ihren Keterer am Ort, sagen Sie dem vorher auch, dann stelle ich mich zu den Kaninchen und wir essen die Grünblätter. Ja, perfekt. Jetzt würde ich aber gerne von Ihnen wissen, die Sie auch im WDR-Fernsehen als Kräuter- und Gesundheitsexpertin arbeiten. Gehen Sie Ihren Kindern auf die Nerven, wenn Sie immer mit dem Gesunden ankommen? Ja. Ja, definitiv. Also das ist auch was, ich bin nicht so dogmatisch. Also ich sage nicht, bei uns kommt jetzt nichts anderes auf den Tisch und ich kann auch bei McDonald's Fritten essen, so ist das nicht. Insofern, ich bin da nicht so verbissen. Und wenn die Kinder das nicht möchten, im Gegenteil, ich möchte ja nicht, dass die traumatisiert sind und nachher sagen, ich muss so viel nachholen, was ich zu Hause alles nicht durfte. Nee, also da sind wir ganz liberal. Letzte Frage noch, dieses Moringa-Bäumchen. Moringa, was in 2 Wochen schon so groß geworden ist. Wo kriegt man denn sowas hier? Die Bäumchen, man kann Samen übers Internet beziehen und kann sich selber was anpflanzen. Ja. Oder man kauft es übers Internet. Aber da, auch wie bei Goji-Bären, wie bei Kräutern, immer darauf achten, auf die Qualität. Wissen Sie, was ich jetzt mache? Können Sie auf das Bäumchen verzichten? Ja. Das kriegt Sven Regener. Ja. So, tut schon was für seine Gesundheit. Melanie Wenzel, gut, dass Sie heute da sind. Geben Sie uns weiter Tipp. Und man kann eben auch tolle Rezepte wirklich nachlesen, was man machen kann, wenn man es noch nicht weiß, in Ihrem Buch. Dankeschön, Melanie Wenzel. Meine Damen und Herren, Weißensee, eine Serie im deutschen Fernsehen. Man muss schon sagen, das war, als sie anlief, vor mittlerweile fast 3 Jahren, nämlich 2010, eine mittlere Sensation. Es war ein ernstes Thema, es war preisgekrönt, erfolgreich, Qualität und Quote und eben nicht seichte Unterhaltung, sondern da war was zu erzählen. Die 80er Jahre in der DDR am Beispiel zweier Familien. Es geht um Stasi, es geht um Widerstand und um Familien, die auseinanderbrechen. Nächste Woche Dienstag beginnt die 2. Staffel, jetzt schon hochgelobt. Und es geht auch darum, dass der Generalmajor Kupfer was wissen muss von seinem alten Kumpel, der genauso von der Stasi überzeugt war wie er selber in früheren und jetzigen Zeiten. Lass dich nicht zu mir. Ich bitte dich um deine Hilfe. Ich brauche Informationen aus der Abteilung 3, Sicherungsvorgang Sport. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich muss wissen, was sie den Sportlern für Mittel geben. Damit kann ich dich aus dem Verkehr ziehen, Hans. Diese Maßnahmen, von denen du da sprichst, die gibt's offiziell gar nicht. Ich kenne dein Tonbandgerät, Günther. Wenn du mich fertig machen willst, kannst du es jetzt tun. Aber gib mir vorher die Information, bitte. Es geht um meinen Enkel. Ich muss wissen, was sie ihm gegeben haben. Du könntest ihm das Leben retten. Was kriege ich für die Akten? Ich kann dir nichts anbieten außer mich. Ist nicht viel. Ist alles, was ich habe. Eine Szene aus der neuen Staffel mit Hans-Jürgen Hurich, der da noch ihren Vorgesetzten spielt. Beide waren früher überzeugt von dem, was sie tun, innerhalb der Stasi. Als Sie zum ersten Mal die Drehbücher bekommen haben, vor mittlerweile wahrscheinlich 4 Jahren oder so ungefähr, was hat Sie an der Rolle gereizt, Generalmajor Hans Kupfer, der langsam aber sicher Zweifel bekommt an dem, was den Staat ausmacht und der versucht, damit umzugehen? Also erstmal die Gesamtdramaturgie, dass es da um zwei Familien geht. Also was der Familiengeschichte, die eine ist Stasi und die andere Familie ist, rutscht ab.
bis hin, es aufsteht im Widerstand. Ja? So. Das war erstmal was ist das? Das ist Familiengeschichte. Es war ungewöhnlich. Und dann war es so, dass die Figur eines Stasi, was ist er? Major? Generalmajor. 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 Ich weiß das immer nicht so. Generalmajor. Also viel Lametta drauf hier. Dachte ich, was soll das? Wie soll das gehen? Also ist was eine Figur? Also steht da eine Figur hinter? Welche Biografie und in welchen Situationen bewegt er sich? Und dann habe ich einfach gelesen, dass er irgendwann sagt, meine Eltern waren im KZ. Ups. Und dann fiel mir eine Geschichte eines Mannes, den ich sehr, sehr gemocht habe, sehr verehrt habe. Ein Bühnenbildner, das war aus Hamburg, war er als Jugendlicher in der Nazizeit in einer großbürgerlichen Familie. Und der ist als Student dann einfach losgegangen und hat sich selber so kleine Plakate gemacht. Alles Unikate. War damals schon, wollte Zeichner, Grafiker werden. Und hat die versucht zu kleben und dann haben sie ihn gegriffen und dann ging er in ein KZ gesteckt. Ich mache die Kurzfassung, als er aus dem KZ rauskam, sagt er, stand ich da, guck auf Deutschland. Aha, da sind sie alle noch, die Krupps und alle anderen, die mitgeholfen haben beim letzten Tohuwabohu. Was ist denn da drüben los? Ah, hat man nie? Die wollen Sozialismus, ein völlig Neues da aufbauen. Na ja, dann also gehe ich dahin. Und wir waren denn dort. Er war gab in der DDR so einen Verband, verfolgte des Verein der verfolgte des Nazi-Regimes und so. Da war er und war eine relativ war relativ zufrieden mit allem. Aber im Laufe der Jahre merkte er, irgendwas stimmt hier nicht mehr mit dem. Mit dem, was der ursprünglich die Fantasie war. Also so eine Vision. Er hat ja keine Vision mehr, als er rauskam. Außer das nicht normal. Oder alles Ähnliche nicht mehr. Und dann kamen Konflikte. Und ich mache wieder einen Sprung. Eines Tages sagt er so, ich mache wieder Plakate. Hat das Gleiche wieder gemacht. Er hat mir gesagt, der kleine Finger ist ganz wichtig, den musste er trainieren. Ich sage, wieso das? Da kommt dieser Leimeimerchen drauf. Das kommt hier ran, da ist der Dings drin und die Plakate durfte eben nur so breit sein. Die Länge war egal, rübergelegt, den Mantel rübergelegt, ist er runtergegangen. Und nachts und hat dann angefangen, zack, zack. Er sagt, das ist einfach Technik, wie man es macht, zack, bumm. Rausziehen, rankleben, weitergehen. Das Spannende daran ist, das hat er erst erfahren, als er seine Akten einsehen konnte. Also nach dem Fall der Mauer. Nach dem Fall der Mauer. Da waren immer zwei Genossen vom Staatssicherheitsdienst, die ihn beobachteten. Aha. Und die ihn nicht eingebuchtet haben? Nein, die waren zu seinem Schutz da. Das ist so irre, das ist wirklich Wahnsinn. Die waren dazu da, wenn er weiterging, sind die rangekommen, haben das gleich wieder abgezogen, ja, so, peng, eingepackt. Und die waren dazu da, falls zwei Volkspolizisten greifen wollen, nein, weg, nicht. Der war unter ihrer Aufsicht, der hat das gemacht, es war kein Plakat. Er hat mir gesagt, er kann nicht den gleichen Weg zurückgehen. Er muss immer rumgehen, eine Runde gehen. Das hat er früher auch gemacht, nicht den Weg zurückgehen. Deswegen hat er auch nie gesehen, dass nichts mehr von dem klebte, was er angemacht hatte. Er ging rauf, das Tragische, sich vor den Spiegel gestellt, Glas Rotwein, was es so gab, Rosenthaler Kadaka oder Bärenblut, das Zeug, und auf sich selber angestoßen, nicht getrunken. Das heißt, zu seinem Schutz bedeutet, dass man ihn nicht verhaften wollte? Richtig, weil er als Antifaschist im KZ für seine Biografie. Das heißt, erstens entnehme ich dem, dass diese Geschichte Sie sehr beeindruckt hat. Und das Zweite, dass Sie gesehen haben bei Weißensee, es ist vorstellbar, also es ist glaubhaft. Ja, ja. Ich habe ein Zitat aufgeschrieben von Roland Jahn, dem Chef der Behörde für die Aufbewahrung der Stasi-Akten, der auch gesagt hat, es ist deshalb so überzeugend, weil das Verhalten von Menschen unter unmenschlichen Bedingungen gezeigt wird. Das heißt, Sie glauben auch, diese Serie ist in den 80er Jahren, die Sie gezeigt, realistisch. Da waren Sie am Theater, Maxim Gorki Theater in Ost-Berlin. Sie waren bekannt, Sie waren erfolgreich in diesem Ensemble.
Wie ging es Ihnen denn zu dieser Zeit? In der Zeit gut, weil da war die Sache geklärt. Da wusste ich, was mich erwartet oder erwarten könnte oder was ich mir rausnehme. Da war ich relativ stabil. Das lief alles gut. Wir waren geschützt da in so einem Raum, Theater. Also es war, da war ich mir klar, dass ich nicht plötzlich von einer Vorstellung zur anderen von der Bühne verschwinde. Und das gab auch so eine trotzige Gelassenheit, in der Kantine über Dinge zu reden. Wenn mal jemand von außerhalb dabei war, der mal Bauklötze stand, was die da reden? Kannst du dir vorstellen, was die da reden? Also es war relativ eine offene Diskussionsgesellschaft, immer mit dem Wissen, da sitzt er, da sitzt er, da sitzt er. Ja, das wollte ich gerade fragen. Das war ein großes Spiel, das war ein großartiges Spiel. Ich habe es oft schon gelesen oder auch gehört in Erzählungen, dass man eigentlich überall wusste, ob im Betrieb, in der Schule, im Kindergarten oder immer im Theater, ein bis zwei bis drei sind hier diese Spitze. Ich war über keinen überrascht oder was, als ich gelesen habe, wer was. Gar nicht einer war dabei, der überraschend war. Das wussten wir. Wir wussten manchmal das Ausmaß nicht, aber es war auch, letztlich war es eher komisch. Und Pille-Palle, nee, stimmt nicht ganz. Es war auch was Blödes bei, okay. Naja, da ja, haben okay. Wir auch Leute aber wir wussten, das war also ganz gut, das hatten wir so gut abgeschätzt, wer die möglichen Kandidaten sind. Hätten Sie gedacht, Sie, der Sie heute in Madrid leben und nicht mehr in Deutschland, dass eine solche Serie im deutschen Fernsehen so angenommen wird? Ich habe mir es gewünscht. Aber wie, das weiß ich bei keinem Film. Das ist im Da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Ich weiß ja, was Sie meinen, also das überhaupt zu diesem Thema. Das Thema ist ein schwieriges Thema. Es wurde ja schon ein paar Mal angegangen. Es wurde auch aus verschiedenen Richtungen angegangen. Als Komödie, als Tragikomödie und so. Das bleibt auch weiter ein Thema. Ich glaube, das ist für den Film noch, da ist noch was offen. Ich wäre ja gespannt. Für mich wäre es sehr spannend, weil ich glaube, das Intelligenteste, was wir können, ist eigentlich Humor. Ich meine, nicht Schenkelklopfen, sondern Humor im Kopf. Dass der Film vielleicht da, über das noch mal kommt. Da muss ein bisschen Zeit vergehen. Das hatten wir ja auch schon. Gut, bei Lenin beispielsweise. Ja, da waren super Momente dabei, hat es mich weggehauen. Ja, es war prima. Aber ich meine, insgesamt, wird nie nur komisch sein. Es wird immer tragikomisch sein. Worum es ja da auch geht, oder was so der rote Faden eigentlich ist, das ist im Grunde genommen der Verlust von Illusionen auch, wie Sie ihn auch schildern. Absolut. Ihre Eltern waren überzeugte Linke, Herr Precht, und Sie waren auch als Kind in DKP-Feriencamps und Ferienlagern und so. Wann ist denn Ihren Eltern mal die Idee gekommen, irgendwas stimmt da nicht, vielleicht nicht ganz konkret, so wie es Uwe Kokeschke, aber irgendwas hat sich da verschoben in dem, was man sich als Utopie gewünscht hat? Also zunächst mal waren meine Eltern Linke ohne besonders großes Interesse an der DDR. Wie das übrigens bei den meisten westdeutschen Linken war. Also der reale Sozialismus, den wollte man gar nicht so genau kennenlernen. Und mit dem hat man sich auch nicht im großen Stil solidarisiert. Das hat gereicht, dass man gesagt hat, im Prinzip ist das die gerechtere Gesellschaftsordnung. Aber mehr hat man damals nicht wissen wollen. Und die Phase, in der meine Eltern sehr stark links waren, betrifft 3 oder 4 Jahre in den 70er Jahren. Und das war ja auch zu einer Zeit, als es eine gewisse linke Kultur gab oder eine gewisse sozialistische Kultur auch für die Kinder. Aber schon meine Eltern hatten das große Problem, dass sie in Solingen wohnten. Diejenigen Kommunisten, die in Solingen waren, die waren das als so eine Art Heimatverein. Solingen hatte eine lange kommunistische Tradition gehabt, auch im Widerstand gegen Hitler. Und das war relativ bildungsfern. Und das war nichts, was meine Eltern in irgendeiner Form wirklich inspiriert hat. Und deswegen waren meine Eltern auch nicht Mitglied einer kommunistischen Partei. Aber sie waren der Überzeugung, dass ganz grundsätzliche Dinge in der Bundesrepublik falsch laufen und haben dann immer von einem Sozialismus geträumt, den es in dieser Form nirgendwo gibt. Aha. Herr Kokesch, wenn Sie heute manchmal sitzen, seit über 10 Jahren sind Sie sehr, sehr bekannt geworden als Kommissario Brunetti in Venedig, haben dadurch durch den Dreh viel Zeit da verbracht, leben in Madrid. Sitzen Sie manchmal beim Glas Rotwein unter der Sonne sparen und denken, das hätte ich mir im Leben nicht träumen lassen, wie das alles geworden ist. Das ist mein Luxus. Das ist wirklich mein Luxus. Und das kann ich immer wieder einstellen. Ich kann genau den Kanal wieder einstellen. Zack, in der Zeit, so die Vorstellung. Stell dir mal vor, die hätte damals jemand. Ja, immer das gleiche Ding. Und da freue ich mich immer wie Bolle. Ja, das ist eine schöne Geschichte, ja. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, muss man sagen. Sie hatten da auch sehr viel Glück. Muss man ja auch haben.
Denn nicht alle Kollegen und Kolleginnen hatten es nach der Wende so leicht. Sie konnten sofort Fuß fassen. Ja, das lag daran, wir hatten Kontakt vom Gorki, ich war im Gorki-Theater sehr lange. Und wir hatten immer Kontakt zur Schaubühne. Otto Sander. Ja. Ja, mein Lieber. Gut, die waren alle dabei und immer Kontakt. Und die Mauer fiel um und da sagte schon der erste Anruf, sag mal, kommst du mal her? Und dann hatte ich eine wunderbare Zeit. Es war ja immer noch ein bisschen wie Ost und immer ein bisschen wie West und muss ohne Mauer. Da habe ich festgearbeitet, da habe ich schön gekriegt und da sage ich, ist ja wunderbar. Ich habe gar nicht gemerkt. Ich habe nur gemerkt, dass anderes Geld da war und viel, viel mehr als sonst. Und man konnte auch viel mehr dafür kaufen. Dazu habe ich, ich bin ja nicht so ein Käufer. Ich konnte mir vorstellen, okay, dann können wir mal, wenn wir mal Zeit haben und keine Proben haben, keine Vorstellung, dann können wir mal dahin fahren und dahin fahren und dahin. Das lag da so, aber einfach so. Da ist etwas, wenn ich das noch einfügen darf. Da ist etwas, in der DDR gab es etwas, was mich am meisten, was für mich am meisten positiv angenehm war. Das Geld hatte keinen Wert. Das fand ich klasse. Also das, was ich brauche für, 35 Mark für die Miete, Essen, Trinken zusammen im Notfall in der Kantine anschreiben lassen. Also ansonsten ging es ja nur ums Theater. Also die Welt war ja eigentlich nur Theater. Ne? Und die war eben besser, die Texte waren eben besser vom Theater, als die Texte von Politikern, die ich gehört habe. Die sind immer schlechter. Also habe ich doch in einer wunderbaren Welt gelebt. Und das war für mich, das war das richtig Tolle mit dem, das habe ich leider, vermisse ich heute noch, dass das Geld sollte nicht so viel in so eine Rolle spielen. Das war toll. Das lassen wir einfach mal so stehen. Und wünschen uns, für Sie weiter solche Rollen, nicht nur wie Kommissar Brunetti, sondern vor allen Dingen auch wie Kupfer. Nächste Woche Dienstag geht es los um 7:45 in der ARD Weißensee, zweite Staffel endlich. Uwe Kokisch, vielen Dank, dass Sie hier sind. Ja, eine Lebensgeschichte, die man so von Anfang an nicht planen konnte. Das gilt eigentlich auch für Sven Regner. Eine aufregende Geschichte, der als Musiker, Songschreiber schon viele, viele Jahre arbeitet bei Element of Crime. Und der irgendwann angefangen hat, einen Roman zu schreiben, vor mittlerweile 11, 12 Jahren. Herrn Lehmann kennen noch viele. Und mittlerweile sind von den 3 Romanen, die dann zusammengeschrieben wurden, über 3 Millionen Bücher verkauft worden. Das 4. ist gerade erschienen. Manche sagen, der 4. Teil der Trilogie, Magical Mystery. Da habe ich mich gefragt, ich habe das gehört, das Hörbuch von Ihnen selber eingelesen. Das ist irgendwie ziemlich irre, worum es alles geht. Auch Hamster spielen eine große Rolle in diesem Roman. Können Sie die Handlung dieses Romans in 1 bis 3 Sätzen zusammenfassen, aber nicht Regner-Sätze, das wird dann eine halbe Stunde, sondern so? Naja, nicht Karl-Schmidt-Sätze. Also das Buch heißt ja die Rückkehr des Karl-Schmidt. Also Magical Mystery, die Rückkehr des Karl-Schmidt. Und die Geschichte ist ungefähr so. Karl Schmidt hat einen Sprung in der Schüssel, weil er eine Psychose hatte, von der er sich erst langsam erholt. Er wird von seinen alten Raver und Techno-Kumpels wiedergefunden, entdeckt quasi, in Hamburg-Altona, einer drogentherapeutischen WG. Und die überreden ihn, mit ihnen auf Tournee zu kommen, weil das ja so praktisch ist, dass er keine Drogen mehr nehmen darf. Weil er ja Auto fahren muss. Genau. Er darf ja nichts nehmen. Und das ist ungefähr die Ausgangslage. Ja, wunderbar. Hätte ich nicht besser zusammenfassen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Wissen Sie, was ich mich gefragt habe? Manche Leute bleiben ja im Leben auf der Strecke. Und in diesem Roman geht es auch ganz, da wird unheimlich gesoffen, wird relativ schlecht gegessen. In dem Roman wird kaum gegessen, ehrlich gesagt. Also es ist ja so, alles, was man schreibt, hat ja auch unbestimmter Stellen. Man beschreibt ja nicht wirklich einen ganzen Tag, sondern man beschreibt die Punkte, an denen was passiert oder was der Ich-Erzähler in diesem Fall, nämlich Karl Schmidt, für wichtig hält zu erzählen. Und er redet wenig übers Essen. Ich glaube, es gibt die eine Szene, wo sie... Obwohl er dick ist. Ja, aber das hat ja auch damit zu tun, dass er diese Pillen immer nehmen musste früher und so. Also die machen ja auch dick und er hat sie aber abgesetzt und so. Aber ich glaube, es gibt diese eine Stelle, wo sie so ein komisches Gyros im Brötchen mit Kraut essen in Bremen-Steintor. Das war mir wichtig, ja. Aber sonst hat Essen
da nicht, spielt nicht so eine große Rolle. Es hat das eher was damit zu tun, dass die Leute Spaß haben wollen, Party machen wollen, dass sie durch die Gegend fahren, dass sie irgendwie ihr Ding machen. Und dass das Komische ist, dass er eigentlich als jemand, der da eigentlich überhaupt nicht hingehört und für den das eigentlich sehr, sehr gefährlich ist, dass er da auf diesen sehr unwahrscheinlichen und exzentrischen Weg eigentlich zurückfindet in so ein unbetreutes Leben, also in so ein eher selbstbestimmtes Leben. Darum geht es ja nicht. Es ist ein Abenteuerroman. Also jemand riskiert sein Leben, geht los, riskiert sein Leben, und weil er was zu gewinnen hat. Und das ist eigentlich die Geschichte. Ne? Grundlage ist ja, dass es spielt ja Mitte der 90er Jahre, ungefähr, ja, genau. 1995. Mhm. Und es ist im Grunde genommen ja eben eine Musiktour von den Ravern damals. Und zu der Zeit, Element of Crime hat sich, glaube ich, 85, Mitte der 80er gegründet. Sind da autobiografisch viele Dinge eingeflossen, die Ihnen auch so bekannt vorkamen, von leicht ausgeflippten Tourneen? Nein, ich hab durch meine Frau ab 96, als ich sie kennenlernte, die hatten ein Label für elektronische Musik gehabt in Hamburg, Ladomar 2000. Dadurch habe ich eigentlich sehr viele Raver kennengelernt. Und bin sehr viel auf Raves auch mitgegangen, vor allen Dingen im Backstage-Bereich, auch in Clubs und so weiter. Ich war auf Dance-Conventions in Rimini auf der Sonar oder auf der Mayday in Dortmund oder so. Und da vor allen Dingen auch im Backstage-Bereich. Von daher ist dieser etwas distanzierte Blick von einem, der nicht wirklich dazugehört, aber einfach dabei sein kann, sah mir sehr nahe. Das war so ein Glücksfall für mich. Und der andere Punkt ist eben der, dass es natürlich manchmal immer Dinge gibt, die man auch da rein tut, die man erlebt hat oder andere. Also zum Beispiel, wo die dann nachts ihr Auto auf dem Weg ins Krankenhaus, weil sie dem einen die Finger eingeklemmt haben, wo sie das Auto aufs Schotterbett von der Kölner Straßenbahn setzen, das habe ich bei einer Vorgruppe von uns mal erlebt. Wir haben das gemacht. Und Sie sind gefahren? Nein, nein, ich hatte damit nicht. Die haben mich nur am nächsten Morgen haben sie es mir erzählt. Ich sage auch nicht, welche Vorgruppe das war, weil die können sich ja selber outen, wenn sie da Bock drauf haben. Aber das war schon eine gute Geschichte, weil ich zack aufs Schotterbett und das Auto nicht mehr runtergekriegt. Und dann mussten sie den Abschleppwagen holen, die Polizei und die Straßenbahn benachrichtigen. Ich weiß nicht, wie oft ich den Ortsnamen Schrankenhusen-Borstel gehört habe beim Hören der Hör-CD, aber ich kann mir trotzdem nicht merken. So eine Disco irgendwo auf dem Land, wo dann hinterher natürlich auch alles schief geht, wie es sein muss. Haben Sie sowas auch erlebt in Ihren Anfangszeiten bei Element of Crime? Naja, wir haben ja nie in Discos gespielt. Das war ja nie diese Art von funktionaler Musik, also von Party- und Disco-Musik. Aber ich habe natürlich Gigs erlebt, wo wir definitiv am falschen Platz waren. Weil wenn man sich hier nicht ganz sicher sein kann. Ich meine, das ist ein sehr cooles Techno-Label eigentlich. Sehr, sehr cool, sehr, sehr erfolgreich. Extrem reiche Leute. Also, und die wollen mal wieder so was Neues machen. Und diesen Spirit der 60er und irgendwie auch mal so psychedelisch und so. Und auf irgendeinem Grund, es gibt dann auch Streit deswegen, hat der eine eben Schrankenhusen-Borstel gebucht, weil er dachte, das ist doch mal geil, so auch mal das Licht aufs Land tragen und mal so ein bisschen bei den Gummistiefelbauern mal den Techno nach vorne bringen. Und was dann eben passiert ist, da stellt sich als der Behinderten-Disco-Abend heraus, also wo die Rollstuhlfahrer da sind und wo sie dann letztendlich drüber reden. Das finde ich auch interessant, weil das dann ja auch diese Meinung gibt, wo der eine da sagt, aber es ist doch gut, dass wir auch gerade das da auch mal gemacht haben. Denn bei den anderen Clubs, wo wir spielen, den ganzen coolen Clubs, da gibt es keinen fucking Rollstuhlabend. Maxi Arland, Sie kennen Ihr Publikum bei den ich sage jetzt nicht Volksmusiker, weil Sie hören das gar nicht so gerne. Da sind Sie ja immer sicher, wo Sie hinkommen. Da will ja keiner einen Rave hören und hört dann Sie. Ja, das ist aber ja waren, Sie mal, in 20 Jahren auf einer falschen Veranstaltung, wo Sie gesagt haben, das ist gar nicht mein Publikum? Ja, ich kann mich erinnern, wir wurden mal gebucht, gleich nachdem wir 1993 unsere erste Hitparade gewonnen haben. Wurden wir in Hitparade einem, der Volksmusik? Das war damals ZDF Caroline Reiber. Ja. Wir waren ja aber nie Volksmusiker, wir waren ja Instrumentalisten. Mein Vater hat Klarinette gespielt, mein Bruder auch und ich Keyboard. Also es war Unterhaltungsmusik und keiner hat gesungen von uns. Und irgendwie hat uns ein sehr, sehr hochwertiges Restaurant im Chiemgau gebucht. Und dann kam die Chefin und hat gesagt, ich finde das so toll, dass Sie Jazzmusik machen in Ihrem Alter. Und dann habe ich gesagt, nee, wir machen Schlager. Und dann bin ich zu meinem Vater gegangen und ich glaube, wir sind hier falsch. Und die wollten, dass wir so Dinnermusik machen. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann. Wenn man eigentlich auf die Bühne gehört irgendwie und Applaus erwartet und die Leute essen und man hört nur Besteckgeklapper und so. Da sind wir ganz schön wieder weggefahren. Ging also einigermaßen gut aus. Was ich mich frage, Sven Regner, Sie sind, ich glaube, mit 15 Jahren in den Kommunistischen Bund Westdeutschlands eingetreten. Thema Utopie. Wenn Sie sich damals, wenn Sie sich vorstellen, Sie würden sich als 15-Jähriger, der Sie eingetreten sind, heute sehen als ein Auflagenmillionär, verheiratet, Familienvater und so weiter und so, sehr etabliert sind Sie ja, sind Sie dann zum Feindbild Ihrer selbst geworden? Nee, das glaube ich nicht. Weil ich das ja nicht kann. Also es wäre auch komisch, wenn man sagt, ich will
Das ist ja auch kein Wert, dass man sagt, ich will mit 52 noch genauso drauf sein wie mit 16, oder? Ich meine, das ist ja auch Quatsch. Man kann ja sein, dass man das ist, aber man muss das ja nicht anstreben. Also, das ist ja beides in Ordnung wahrscheinlich, aber man muss es nicht. Also das ist kein Mitmachfaschismus da. Was ich übrigens tatsächlich mich wirklich gefragt habe, Element of Crime ist seit vielen Jahren wirklich eine Gruppe, die einen super, super guten Ruf genießt. Ihre Konzerte sind ausverkauft, bei kleineren Hallen sowieso, aber jetzt demnächst auch Düsseldorfer Tonhalle, viele andere, ganz klar. Aber sie haben nie die Hitparaden gestürmt oder Millionenauflagen gehabt. Und dann haben sie noch einen Seitenweg, beziehungsweise einen zweiten. Moment, wir haben zwei goldene Schallplatten gemacht. Ja, ich will darauf also, hinaus. Ja, also, wenn, sorry. Ja, also. Okay. Also, sorry. Okay. Und zwar Alben und keine Singles. Dazu habe ich beigetragen, weil ich nämlich alle Alben von Ihnen habe, wenn Sie ich das mal sagen darf. Aber und auf der letzten singen Sie Leise rieselt der Schnee, das wollen wir doch hier auch mal sagen. Die ist aber auch keine goldene geworden. Ja. Okay. Nee, was ich mich ernsthaft gefragt habe, Sven, das ist einfach, wenn einer noch so erfolgreich ist auf dem anderen Gebiet, eine Millionenauflage hat, ist das schwierig, so eine Gruppe zusammenzuhalten? Nein, das ergibt ja keinen Zusammenhang. Wenn wir mit Element of Crime in Berlin spielen wir, was ich, Arena, 9000 Leute, was soll das? Was soll ich mir darüber nachdenken? Oh, 9000 Leute, aber ja, aber ich habe als eine Million Bücher verkauft. Das ergibt ja keinen Sinn. Es gibt überhaupt keinen Zusammenhang. Das eine ist Musik, wir treten da auf, wir nehmen eine Platte auf. Das ist ja was ganz anderes. Man darf die Dinge nicht immer miteinander verrühren. Man muss, ich meine, alle Leute wollen immer alles mit allem vergleichen. Ich sage, man muss auch die Unterschiede erkennen. Und ich bin bei Element of Crime, bin ich der Sänger in der Band. Und das bin ich seit 28 Jahren. Das ist eigentlich den größten Teil meines Lebens, habe ich das gemacht. Und das werde ich immer machen, solange es diese Band gibt. Wenn einer von den dreien, die wir eigentlich im Kern ja sind, stirbt, wird es vielleicht nicht mehr gehen, aber dann bis dahin kann man das ja machen. Und vor allem, ich meine, machen wir uns nichts vor. Das läuft super, also warum... Es gibt aber inhaltliche Überschneidungen. Ich meine, Sie haben ja vorhin geschildert mit Charlie, also Carl Schmidt ist es nicht so gut gegangen, weil er halt unter Paranoia litt und dann auch ins Betreute wohnen musste, etc. Und es gibt ein Lied von Ihnen, ist ein paar Jahre alt. Hände weg von meiner Paranoia. Singen Sie als Musiker. Na gut, man kann über diese, das ist ja so, es gibt viele Themen, es gibt auch das Thema Liebe spielt eine große Rolle in unseren Songs, ganz gewiss. Und natürlich kommt sowas auch in Romanen vor. Wäre komisch, wenn nicht. Aber das heißt nicht, dass man jetzt sagt, naja, ich habe es jetzt hier in dem Roman so verhackstückt, dann muss ich jetzt unbedingt noch ein Lied drüber schreiben. Genau über dasselbe. Das geht auch nicht. So läuft das nicht. Sondern es ist eher so, dass man natürlich das Verbindelement nur darin besteht, dass man dieselbe Person ist. Und natürlich letztendlich das, was einen bewegt, in diese Werke einfließt. Und natürlich bei mir, ich bin der Einzige in der Band, der die Songtexte macht. Insofern kann man sagen, ja gut, der Texte und so. Aber im Grunde genommen muss man ganz ehrlich sagen, man kann Element of Crime gut finden und die Bücher doof und umgekehrt auch. Was da schon ein Indiz dafür ist, dass man das eine nicht für das andere in Geiselhaft nehmen sollte. Ja. Frau Schladebach, Sie haben den ersten Roman auch gelesen, Herrn Lehmann. Ja. Ist ja schon vor mittlerweile, glaube ich, 11, 12 Jahren erschienen oder so. Ne? Was erinnern Sie? Ja, dass das ein sehr merkwürdiger Typ war, der irgendwie immer in der Kneipe war und da viel getrunken hat, glaube ich. Der hat ja auch gearbeitet, das soll man nicht vergessen. Der hatte gar keine andere Wahl, der hat sein Geld da verdient. War aber also, eine treffende Zusammenfassung auch. Ja, aber die ist super. Aber außer mit dem Arbeiten, das wäre auch noch. Und das geht ja, nicht so stimmt, richtig gut aus. Aber dieser Roman jetzt endet ja ein bisschen offen mit dem neuen Leben des Charlie Schmidt. Wir wollen dann bitte das fünfte Buch haben. Ja gut, aber es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Also, wenn jemand stirbt oder das Ende ist offen. Ich meine, man kann ja nicht sagen... Ja, wenn er stirbt, gibt es keine Fortsetzung. Wenn die einzige Möglichkeit, das Ende eines Romans nicht offen zu gestalten, ist ja, wenn der Held stirbt. Ne? Dann ist aus die Maus. Aber im Grunde haben das ist eigentlich in der Regel ja so bei Romanen, dass man immer sich vorstellen kann, dass es danach weitergeht, außer eben der Held stirbt, was auch durchaus eine ehrenwerte Option ist. Aber in diesem Fall wäre mir das nicht recht gewesen. Wir warten auf das fünfte Buch mit Charlie Schmidt, dass das schon mal klar ist. Sven Regner über Magical Mystery und andere mysteriöse Dinge.
gleich noch mal Frau Wenzel fragen. Sie sind heute eine Frau, die im Fernsehen arbeitet, die als Heilpraktikerin arbeitet, die sehr viel Wert auf ein gesundes Leben legt. Wie war das eigentlich früher bei Ihnen? Waren Sie auch mal so schräg drauf? Schon. Das war also nicht immer so. Deswegen, also Element of Crime, als es noch eine Punkband war, kann ich mich noch gut dran erinnern. So alt sind Sie doch noch gar nicht. Haben Sie eine Ahnung? Das ist das Moringa. Genau, das sind die Kräuter. Das heißt, Sie haben zum Punk tendiert. Ja. Auch äußerlich? Ja. Das sieht man Ihrem Kleid heute nicht mehr an. Nee, man sieht es jetzt nicht mehr so. Aber es war schon extrem, also mit allem drum und dran. Bunte Haare? Ja. Uiuiui. Und Rebell? Ja, ohne Ende. Gegen was? Alles, die ganze Gesellschaft und also Rundumschlag. Aha. Aber es war eine tolle Zeit. Das ist die Überleitung zu Maxi Arland. Maxi. Auch ein großer Rebell, ja. In welcher Phase waren Sie mal schlecht drauf und so richtig rebellisch gegen alles? Gegen alles war ich noch nie rebellisch, muss ich sagen. Also wenn dann gegen Vorurteile und Klischees. Und dagegen müssen wir relativ häufig kämpfen. Ich habe es jetzt aber mittlerweile aufgegeben, für eine ganze Branche immer zu reden, sondern rede eigentlich nur noch für mich. Ja, aber Sie waren ja im Grunde genommen ein Mustersohn. Ich habe noch mal aufgeschrieben, wenn Sie 20 Jahre gut. Es ist gut, dass das so rübergekommen ist. Moment, 32 sind Sie jetzt, 20 Jahre auf der Bühne. Das heißt, Sie waren mit 12 zum ersten Mal auf der Bühne, und zwar bei Caroline Reiber. Mhm. Das ist für manche 12-Jährige die Höchststrafe. Also nichts gegen Frau Reiber, das ist eine ganz tolle Kollegin. Für mich war es aber tatsächlich irgendwie so eine Erfüllung von dem Kindheitstraum. Weil mein Vater steht mittlerweile schon über 50 Jahre auf der Bühne, trat damals schon bei Wim Tölke auf und in diversen Fernsehsendungen. Und ich wollte auch irgendwann mal hin. Und als ich 12 war, mein Bruder war 9, hat er uns zum ersten Mal mit auf die Bühne oder eben ins Fernsehen genommen. Also für mich war es keine Höchststrafe. Unsere Klassenkameraden haben uns regelrecht veräppelt, das ist keine Frage. Aber ich stand da irgendwie drüber, weil mir hat Spaß gemacht. Ja, das ist ein wichtiger Faktor. Ja, ja. Und Sie sind Ihrer Linie treu geblieben in der neuen CD, das ist sozusagen eine Jubiläumsausgabe. Aber ich habe mich weiterentwickelt, das ist mir auch ganz natürlich wichtig. Also auch ich bin nicht muss mehr nicht sein. Wie muss 12 nicht sein, und so. Muss nicht sein, aber es funktioniert. Wir verfolgen den Weg jetzt in Bild und Ton. Oh, ich bin gespannt. Ahoi, Servus und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Sag ja zu mir, ich schwöre dir, ich lass dich nie im Stich. In der Nacht im siebten Himmel, es war wie im Paradies. Könnt ich dir sagen, dass ich sie. Ich habe vorher kurz mit Sven Regen auch drüber gesprochen. Musiker unter sich, egal welche Musik sie vertreten, verstehen sich meistens gut. Das sieht man ja auch beim Echo. Da sind ja Welten im Zusammenstoß, aber die Atmosphäre ist meistens freundlich. Woran liegt das? Eigentlich sind doch manche Sachen von Ihnen ganz weit weg und umgekehrt. Das stimmt, aber Musik kennt irgendwie keine Grenzen und musikalisch versteht man sich irgendwie immer. Also ich bin jetzt auch nicht der große Poet, der unbedingt Botschaften vermitteln möchte, sondern ich bin wirklich ein reiner Musiker. Ich komponiere, ich texte nicht. Und das, was ich fühle, kann ich irgendwie musikalisch rüberbringen. Und das, glaube ich, verbindet die Musiker untereinander. Wir hatten ja eben Lebenswege, die so überhaupt nicht geplant waren. Da passierte irgendwas und man entwickelte sich weiter. Aber bei Ihnen war schon relativ früh klar, was Sie wollten. Sie wollten schon als Kleiner, haben Sie auch eben auch schon gesagt, in diese Richtung gehen und die beibehalten. Das stimmt, ich komme aus einer Musikerfamilie. Großvater hat damals viele Lieder für Rob Black komponiert. Papa steht eben seit 50 Jahren auf der Bühne. Musik war immer ganz wichtig, aber für mich hat sich dann irgendwie rausentwickelt, dass ich sehr, sehr gerne auch als Moderator auf der Bühne stehe. Als Gastgeber habe dann ein Volontariat beim Radio gemacht, habe viele, viele Jahre beim Radio moderiert und konnte dann eben bei der ARD diese Musiksendung präsentieren über 8 Jahre.
Aber das war auch so für mich wichtig, mich da weiterzuentwickeln. Habe jetzt zum Beispiel die ganze Woche für die IFA moderiert, auch für das Erste. Habe die ganzen Kollegen vor der Kamera gehabt, habe die interviewt. Also journalistische Moderation, aber auch die Musik, das alles zu verbinden, das war für mich immer der größte Traum. Sie machen jetzt eine neue Kuppelshow, darf man das so nennen? Das stimmt, ja. Für Dicke. Für Mollige, ja. Schwer verliebt heißt die Sendung auf Sat 1. Da drehen wir gerade. Ist einfach spannend, weil ich ein neugieriger Mensch bin. Und es ist interessant zu sehen, wie sich Menschen eben schwer tun. Und wenn man ihnen dabei irgendwie helfen kann, die dabei unterstützen kann in der Liebe, ist das sehr unterhaltsam. Das kann ich mir vorstellen. Aber erklären Sie mir doch bitte, wie Sie Ihr Portfolio gerade in diese Richtung erweitert haben. Das muss auch da wieder nicht alles zusammenhängen. Also ich bin Moderator wirklich aus Leidenschaft und Musiker auf der anderen Seite. Und ich habe die großartige Möglichkeit, das bei meinen Konzerten, bei meinen Tourneen miteinander zu verbinden, wirklich als Entertainer. Aber dann gibt es auch den klassischen Moderator Maxi Arland und da habe ich das Angebot bekommen, so eine Sendung zu moderieren. Und gerade um eben nicht immer die Klischees zu bedienen und mal so einen kleinen Imagewechsel auch zu machen, habe ich gesagt, nehme ich das Angebot gerne an. Ich habe in meinen vielen Begegnungen mit Musikern und Musikerinnen, die aus dem Schlagerbereich kommen oder auch aus der Volksmusik, klassisch jetzt mal gesehen, die Erfahrung gemacht, die sind sehr, sehr höflich. Das habe ich immer eigentlich, muss ich wirklich sagen. Und sie leben eigentlich extrem öffentlich. Wohingegen Sven Regener, ich lese nichts über sein Privatleben oder so, Sie reden auch nicht gerne über Ihr Privates, gar nicht gerne. Und von Ihnen weiß ich sogar die Vorspeise von der Hochzeit. Trio vom Saibling. Das weiß ich nicht mal mehr. Trio vom Saibling. Naja, das hat natürlich auch viel mit Prominenz zu tun. Und Prominenz wird eigentlich durch Fernsehen generiert. Das kennen Sie ja selber. Sie sind eine Fernsehgestalt und Sie werden auf der Straße einfach erkannt. Als Musiker wie wir, Element of Crime, Rockmusik, ist eher was für die erkennt man eigentlich nur die Leute, die sich dafür auch interessieren. Mhm. Während den Menschen, die man aus dem Fernsehen kennt, den erkennt jeder. Ich kenne diesen Effekt nur, wenn ich im Fernsehen war, einen Tag später, ich habe dich im Fernsehen gesehen. Ja, nach drei Tagen ist das wieder weg. Ja. Fotos haben diesen Effekt zum Beispiel nicht. Auch Zeitungsfotos nicht. Sie haben diesen Effekt nicht. Das Fernsehen ist die große Prominentenschleuder. Und wenn man im Fernsehen prominent ist, dann wissen die Leute oder glauben, alles über einen zu wissen. Dann wünsche ich Ihnen, meinen Gästen, morgen schon mal einen schönen Tag, Herr Koch. Ja. Das freut Sie aber, wenn Sie in Köln auf die Straße gehen. Dann bin ich schon in Hamburg drehen. Ja, okay. Geht das bei Ihnen eigentlich auch? Oder ist es eher auf die Unterhaltungsbranche, dass man Menschen, die man aus dem Fernsehen kennt, und Sie sind ja öfter im Fernsehen zu sehen, dass die auf der Straße oft angesprochen werden? Ja, das kommt gelegentlich vor. Und was sagen die Menschen dann, außer, ich habe dich im Fernsehen gesehen? Ich hatte letztens eine schöne Szene, dass jemand neben mir saß im Restaurant und sagte, ich würde total ähnlich aussehen wie der Precht, aber das hätte man mir schon oft gesagt. Und ich habe gesagt, ja, stimmt, das hat man mir schon oft gesagt. Und dann wurde dann so im Laufe der Zeit noch rübergeguckt und dann ging der Abend auch so friedlich-schiedlich dann aus. Auch gerade bei Schauspielern, die sich darstellen, ist das ja zwangsläufig, dass sie auch angesprochen und erkannt werden. Mhm. Was ist Ihnen daran unangenehm? Überhaupt nicht, gar nicht. Solange ich Theater gespielt habe, war das direkt des Publikums, war live, da hat man alles gleich erlebt. Jetzt macht man Filme mit der gleichen Intensität, mit anderen Mitteln als Theater. Und dann liegt das da und dann irgendwann, jetzt kommt der irgendwann. Dann kommt der, was war denn da eigentlich los und so, muss ich ein bisschen erinnern. Je nach Qualität, die man selbst dann so für sich einordnet. Und dann ist man gespannt und dann ruft keiner an. Oder von Kollegen, ja, sag du, hast du davon erzählt, Ruhe. Oder man ist dann, wenn ich angesprochen werde, angenommen so, ist ja ein Zuschauer. Und dann interessiert mich eigentlich immer, was ihm nicht gefallen hat. Was er gefallen hat, ist ja auch ein Bild, aber eigentlich, was hat ihm nicht gefallen. Damit wird immer schwer umgegangen. Nö, hat eigentlich alles gefallen. Okay. Nein, es ist ein anderer Weg. Es ist eben nicht mehr wie im Theater. Du hast die Zuschauer. Das Unmittelbare. Das fehlt auch ein bisschen immer. Und das ist eben der andere Weg. Ne? Und der ist eben halt so und dann ist alles in Ordnung und gut. Aber wir sind ja alle, ich meine, wir können ja nicht immer so nett sein wie jetzt heute Abend in der Runde. Ist ja schwer im Leben, ja? Aber bei Ihnen hat man immer den Eindruck, Sie müssen eigentlich immer so nett sein. Ja, weil Sie mich ja auch nur aus dem Fernsehen kennen. Sie sind ja auch jedes Mal, wenn Sie auf dem Schirm sind, richtig nett. Ja. Kann ich Ihnen sagen,
Maxi, mir hat auch mal eine Freundin gesagt, kannst du nicht immer so sein wie im Fernsehen? Ja. Sag ich, nee, das sind ja nur 1,5 Stunden. Ja. Der Tag hat ja 24. Aber ich stelle mir zum Beispiel vor, wenn ich Magical Mystery oder die Rückkehr des Carl Schmitt gelesen habe, wenn ich dann lese, wie ein Autor einen solchen Menschen beschreibt, wie Carl Schmitt, mit seinen Problemen und mit seinen Unsicherheiten und mit seiner Klarheit, die er dann auch wieder hat. Und dann muss man diesen Carl Schmitt einfach irgendwie lieb gewinnen. Und dann denke ich mir, total naiv, als würde ich im Kino sitzen und denken, oh, das ist wahr, denke ich mir, wer sowas schreibt, der muss im Grunde genommen eigentlich genauso liebenswürdig sein wie Carl Schmitt. Ja, die Leute setzen das in eins. Nicht? Die denken, das ist jetzt selber gewesen. Ich glaube, auch aus so einem Wunsch heraus, jemanden kennenzulernen, der einem Kunstwerk entstiegen ist. Weil Kunst veredelt ja die Dinge. Und wenn man sozusagen ein Bild, bei Kindern sieht man das, war ganz klein, wenn sie so ein Bild von Pferden sehen und danach ein richtiges, wie auf dem Bild, ja geil. Und so ist es da auch. Also im Grunde genommen, man will eigentlich gern so einer Figur aus dem Roman begegnen. Aber bei mir ist das jetzt easy, weil ich habe diese Lehmann-Romane und jetzt Carl Schmitt. Und vorher haben Leute alle gedacht, ich sei Frank Lehmann und jetzt Carl Schmitt. Da müssen sie sich halt für eins von beiden entscheiden. Ich finde Carl Schmitt. Beides geht ja nicht. Also daran sieht man ja dann, dass es eben doch auch ein paar Möglichkeiten der Vorstellungskraft und der schöpferischen Kraft gibt, die auch darüber hinausweist, über das hinausweist, was man selber erlebt hat. Ich habe nur Angst, dass meine Mutter glaubt, ich hätte sie in diesem Buch porträtiert. Ah ja, die. Das macht mir Sorgen. Also ich denke mal, vielleicht. Ich komme nicht so gut weg. Nein, ja, aber ja, eben. Und aber die ist ja gar nicht gemeint. Aber ich hoffe, dass sie das auch weiß. Jetzt hört sie also, es ja. Mutter. Du bist es nicht. Aber Maxi, eins noch mal zu dem Lebensweg, den Sie im Grunde genommen klar im Blick hatten und auch sehr erfolgreich natürlich leben. Auch Ihre Frau, die Sie ja wann geheiratet haben? Im vergangenen Jahr, glaube ich. Vor vier Jahren. Wir sind schon 14 Jahre zusammen und vor vier Jahren haben wir uns. Sie haben die mit 20 Jahren kennengelernt. Mit 18 sogar. Das ist die Frau fürs Leben. Mhm. Sie wissen immer alles schon vorher. Nee, das wäre schön. Und das funktioniert auch. Ja, da kann ich jetzt nichts dafür. Also ein bisschen was, aber sie erträgt auch ganz viel. Ich bin nicht einfach. Das, wieso? Naja, erstens bin ich kaum da. Vielleicht klappt es deswegen. Das ist ja einfach. Ja. Also sie muss sehr viel auf mich, auf diesen netten Maxi verzichten. Und ansonsten, ja, ich bin ganz pingelig zum Beispiel privat. Also so ein Perfektionist. Das ist immer schwierig, glaube ich, in einer Beziehung. Aber wenn Sie dann nach Hause kommen, kontrollieren Sie nicht jetzt den Staub? Na, so nicht. Ne? Aber ich rück schon manchmal was zurecht wieder. Und so. Ich staubsauge zum Beispiel auch sehr, sehr gerne. Damit die Flöckchen da weggehen. Genau. Die stören im Bild. Aber ansonsten, ja, das funktioniert ganz gut, aber nur, weil ich mit ihr wirklich komplett bin, muss ich sagen. Also sie hält mich immer am Boden, sie stärkt mir den Rücken. Also hinter jedem starken Mann steht eine mindestens genauso starke Frau. Und das ist meine schon seit 14 Jahren. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Maxi Adam, schön, dass Sie hier sind. Vielen herzlichen Dank. Schule hat begonnen und ich glaube, man kann jeden in der Runde fragen, wie war es in der Schule und jeder hat eine Antwort, weil sofort die Erinnerungen hochkommen. Wie war es bei Ihnen in der Schule? So lala. Die Erinnerungen sind zwei Lehrer, zwei starke Persönlichkeiten. Gut? Gut, gut. Das andere war eine ewige wie Prüfungshaft. Ich fühlte mich immer geprüft. Nicht, ob der Stoff stimmt, ich wurde geprüft. Ich, ob ich als Mensch tauglich bin, ich weiß nicht was. Es war furchtbar. War es streng? Ich habe mir streng gemacht, oder? Die waren alle bestimmt gut. Aber zwei Lehrer, deswegen ist für mich Schule überhaupt noch ein Begriff, sollte die alles vergessen. Die prägend waren für Sie. Ja, absolut. Das ist interessant. Das deckt sich eigentlich unter anderem mit einer der Thesen von Richard David Brecht, wie wichtig die Lehrer sind, das Engagement von Lehrern für Schüler heute. Und Sie als, man muss ja sagen, ein führender Philosoph unserer Tage in diesem Land haben ein Buch geschrieben über die Schule. Und natürlich interessiert mich die Frage, wie Sie eigentlich in der Schule waren. Ging so, ne? Also ich war in der Grundschule sehr gut. Ich hatte eine ganz tolle Lehrerin, die eine Montessori-Ausbildung hatte. Wir haben einen für die damaligen Verhältnisse 70er Jahre großartigen Unterricht gehabt. Wir haben Hühner in der Schule ausgebrütet, im Brutkasten und solche tollen Sachen gemacht. Also ganz, ganz tolle Grundschulzeit. Und dann hatte ich eine Gymnasialzeit, die würde ich als durchwachsen bezeichnen. Und ich war eigentlich so ein klassischer mittelmäßiger Schüler, der selten in irgendwas schlecht war und selten in irgendwas gut. Also ich glaube, das war so einer der unauffälligeren Schüler. War es Ihnen wohl, wenn Sie zur Schule gingen oder dort waren, oder war es Ihnen eher unwohl? Ach, ich bin manchmal ganz gerne in die Schule gegangen, aber weniger der Schule wegen als wegen der Kameraden. Und das Gleiche beobachte ich bei meinem 10-jährigen Sohn genauso. Kameraden, sagen Sie, das finde ich interessant, das Wort. Ja gut, in der Pubertät waren es nicht nur die Kameraden, ne, sondern auch die Mädchen, die man angeschmacht hat. <Ja. lacht>
Ich glaube, Ihre Erinnerungen an die Schulzeit sind eher schlecht. Können Sie so ein Gefühl beschreiben, wie Sie sich gefühlt haben, wenn Sie in der Schule waren? Eigentlich ganz gut. Also, außer wenn wir eben halt Prüfungen hatten, da war ich total nervös und zappelig. Das war, ging gar nicht. Prüfungsstress. Also, Prüfungsstress, genau. Maxi, abgesehen hier, Stichwort Mustersohn, stimmt ja gar nicht. Sie sind 2 Jahre vor dem Ende aus der Schule. Mhm, richtig, ich war auf dem Gymnasium und hatte dann aber die Möglichkeit, ein Volontariat vorzeitig anzutreten. Und da habe ich mir ganz viel gespart eigentlich. Und deswegen habe ich den Weg gewählt. War gefährlich, also meine Mama war nicht glücklich damit. Das glaube ich. Ja, ja. Aber hat geklappt. Was hat Sie dazu gebracht, Herr Precht, nach vielen anderen Themen, sich jetzt mit einem ganzen Sachbuch dem Thema Schule zuzuwenden? Zunächst mal ist Bildung ja ein ganz wichtiges philosophisches Thema. Und die Frage, wohin sich eine Gesellschaft entwickelt, ist elementar eine Frage. Was lernt man in der Schule? Welche Fähigkeiten von Kindern werden dort trainiert? Was lernt man nicht? Wie übt man seine gesellschaftliche Rolle ein? Zu was wird man eigentlich in der Schule erzogen? Und wenn ich mir die Schulen heute ansehe, dann denke ich im Hinblick auf die Herausforderungen, vor denen die Kinder in diesem Leben einmal stehen werden, wenn sie erwachsen sind, bereitet die Schule sehr schlecht vor, selbst wenn es den einen oder anderen guten Lehrer gibt. Wir haben heute eine riesige Asymmetrie zwischen dem, wie Schule funktioniert, was man in der Schule lernt, wie die Welt der Schule funktioniert und wie das Leben funktioniert. War das nicht immer so? Ja, das war immer schon so. Das hat Seneca schon gesagt, von dem der Spruch stammt, wir lernen ja gar nicht für das Leben, sondern für die Schule. Das haben die alten Römer haben das schon bemängelt. Aber die Kluft ist heute größer, als sie wahrscheinlich je zuvor gewesen ist. Was Sie wollen... Sie wollen in Ihrem Buch Anna, die Schule und der liebe Gott ist im Grunde genommen eine Revolution. Nicht eine Reform, sondern eine Revolution. Sie wollen alles neu. Sie wollen nicht nur Schulreformen. Sie wollen Schultypen abschaffen. Sie wollen das Gymnasium abschaffen. Sie wollen das Denken der Lehrer auf ganz neue Pfade bringen. Warum haben Sie Ihren 10-jährigen Sohn eigentlich aufs Gymnasium geschickt, obwohl Sie das Gymnasium abschaffen wollen? Also erstmal ist es so, dass ich mir relativ wenig Gedanken darüber mache, meinen Sohn jetzt auf irgendeine ganz exquisite Schule zu schicken, was ich ja hätte machen können, damit er einen schönen gesellschaftlichen Sonderweg eingeht. Ich halte von den aktuell existierenden Gesamtschulen von den meisten gar nichts. Genauso wie ich auch von den meisten anderen existierenden Schulen nicht besonders viel halte, im Hinblick darauf, wie gut sie sein könnten. Und ich möchte nicht die jetzt existierenden Gesamtschulen zur Regelschulform machen. Sondern ich möchte eine ganz andere Art von Schule, in der die vielen Kinderkrankheiten, unter denen die Gesamtschulen leiden, behoben sind. Darauf kommt es an. Ich will also nicht einfach sagen, das, was wir an Gesamtschulen haben, wäre ein tolles Modell. Wir alle wissen, es gibt unglaublich viele schlechte Gesamtschulen. Es gibt auch ein paar gute, aber viele, wo man seine Kinder guten Gewissens gar nicht einschulen möchte. Und ich möchte, dass wir ganz grundsätzlich darüber nachdenken, wenn wir hier in der Runde uns überlegen würden, es gäbe keine Schule, die wäre nie erfunden. Und wir würden uns überlegen, was machen wir mit Kindern zwischen 6 und 18? Wo geben wir die hin? Was sollen die da lernen? Auf welche Art und Weise sollen die da lernen? Dann käme etwas bei raus, das nicht die geringste Ähnlichkeit hat mit den allermeisten real existierenden Schulen. Darf man eben fragen, Frau Wenzel, Sie haben 2 Töchter. Mhm. 6 und 8? Mhm. Genau. Auf welche Schule, wie haben Sie sich entschieden? Nach dem Wohnort, also nach der Lage der Schule? Grundschule. Genau, Grundschule. Sind Sie zufrieden? Ja, wir sind zufrieden, weil die Kinder zufrieden sind. Wäre das nicht so, würden wir auch andere Maßnahmen ergreifen oder uns anderweitig umsehen. Mhm. Welchen Schultyp haben Sie gewählt? Ich glaube, ein Kind ist schon so Jugendliche oder Jugendlicher. Also das eine ist auf dem Gymnasium, das andere in der Grundschule. Ja? War die alternative Gesamtschule da? Nein, war es ja. Es hat sich von selber so ergeben. Also wenn man letztendlich nach dem... Nein, eigentlich nicht, also, weil sie wollte nach der 4. auf eine andere Schule. Und dann ist sie aufs Gymnasium gegangen. Aber die sind beide ziemlich gut, die Schulen. Öffentliche Schulen, die sind eigentlich gar nicht schlecht. Also ich teile die Klage so nicht, muss ich sagen. Also das ist nicht meine Erfahrung. Und ich glaube auch, dass... Naja, ich glaube, dass man kann immer was besser machen. Das ist schon richtig. Aber ich glaube nicht, dass ich für was grundsätzlich anderes bin. Sie haben da so einen Begriff, der mir völlig neu war, Bulimie lernen. Das heißt, die Schüler stopfen sich noch viel in den Kopf? Ja, müssen innerhalb ganz kurzer Zeit ganz viel lernen, müssen das in der Klausur wieder von sich geben und dann können sie es in den allermeisten Fächern getrost wieder vergessen. Mhm. Und am Ende bleibt nichts übrig. Also Sie mögen die Schulen vielleicht gut finden, aber vielleicht haben Sie richtig gute Schulen noch nie gesehen. Wenn Sie wirklich mal, und das gibt es einige ganz großartige Schulen in Deutschland, und wenn Sie sich die angucken,
wenn Sie da mal ein paar Tage sind, wenn Sie da mal hospitieren und mal gucken, was überhaupt möglich ist an Schule, dann bewerten Sie vor diesem Hintergrund wahrscheinlich viele der Schulen, wo Sie sagen, die sind ganz okay anders, weil Sie wissen, wie gut man Schule im Prinzip machen kann. Vielleicht aber auch nicht. Sie haben es ja gar nicht versucht. Ja, aber ich kenne Sie auch nicht. Aber das ist jetzt einfach so eine Behauptung, die Sie aufstellen. Und ich muss die nicht unbedingt teilen. Das ist einfach eine bloße Behauptung, die ich auch nicht nachprüfen kann in diesem Moment. Deshalb sage ich, vielleicht auch nicht. Vielleicht nicht. Die Schulen, die Sie ganz toll finden, gar nicht so toll. Das war keine Behauptung, das war ein Vorschlag. Die Möglichkeit ist da, dass ich diese Schule, die Möglichkeit muss ja rein theoretisch bestehen, dass ich diese Schule, dann, die Sie so wahnsinnig toll finden, gar nicht so gut finde. Ja. Dann glauben Sie mir eins, auch das ist keine ganz so exakte Wissenschaft, das ist wirklich nur eine richtige Möglichkeit. Da sind wir, glaube ich, völlig d'accord. Also die gesamte dann Pädagogik ist, ja ist keine mal, Wissenschaft. Dann ist ja schon mal gut. Frau Schlarbach, einmal die Frage an Frau Schlarbach. Sie haben viele Jahre als Lehrerin an einer Grund- und Realschule gearbeitet und sind heute in einer Volkshochschule tätig und haben bestimmte Projekte dort. Haben Sie die Schulen verlassen, die Realschule, weil Ihnen das System nicht gefiel oder was war der Grund? Ich hatte Glück. Also normalerweise kommt man als lebenslänglich verbeamtete Lehrerin ja nicht so ohne weiteres aus dem Wenn Sie sagen, Sie hatten Glück, heißt das, Sie waren dann nicht zufrieden mit dem Schulsystem? Nein, überhaupt nicht. Also genau, also ich kann das eigentlich nur dreimal unterstreichen, was Sie geschrieben haben, sprach mir völlig aus der Seele. Ich habe Probleme gehabt mit dem 45-Minuten-Takt. Ich habe Gott sei Dank ganz viele Fächer unterrichten müssen, die ich alle nicht studiert habe, aber musste ich trotzdem. Ging auch, ne? Ich habe mich da ja eingearbeitet. Und ich habe dann einfach das so machen können, dass ich eben gesagt habe, jetzt haben wir mal dieses Thema und das machen wir eben nicht in 45 Minuten, sondern da machen wir eben vielleicht einen ganzen Tag draus und machen dann eben am anderen Tag ein anderes Thema. Es geht so ein bisschen in die Richtung, was Sie auch befürworten, weil es eben auch in Ihrer Sicht, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, darum geht, dass man nicht sozusagen alles zerhackt in die Fächer, sondern themenübergreifend in den verschiedenen Fächern große Gebiete sich mal vornimmt. Das Problem, was Sie nur auch aufwerfen, Sie trauen unseren Politikern und Politikerinnen eigentlich gar nichts mehr zu und sagen, von denen können wir nichts erwarten. Die Bildungsministerin hat ja eh nichts mit den Schulen zu tun, weil wir ja Länderhoheit haben. Aber wo soll die Reform denn dann bitte schön oder Revolution herkommen, wenn die Politiker in ihren Augen außen vor sind? Ja, also das Problem liegt nicht daran, dass wir nicht den einen oder anderen guten Kultusminister oder Kultusministerin hatten. Es ist auch nicht so, dass wir nicht Politiker hätten, die gute Ideen haben. Das große Problem ist, auf Bundesebene, Sie haben das gerade gesagt, kann in Deutschland die Schule nicht verändert werden, weil die meisten Menschen wissen das. Bildungspolitik ist eben Sache der Länder. So, und jetzt haben Sie eine Regierung, die ist 4 Jahre dran, die möchte ganz viel anders machen, möchte viele gute Ideen umsetzen. Dann eckt man erstmal eine eigene Partei an, weil man denkt, da tritt man irgendjemand auf die Füße, kommt der Philologenverband, ja, und macht großen Alarmismus, Demos vor den Schulen, das will man nicht haben. Dann hat man Angst, eine Wahl zu verlieren, dann rudert man wieder ein Stück zurück. Und am Ende gibt es einen Regierungswechsel und die rudern wieder in die andere Richtung. Und die Schulen sind die Leidtragenden dieser Entwicklung. Das heißt, ganz viele sagen, was redet der Precht von der Bildungsrevolution? Wir haben all diese blöden Reformen in den letzten Jahren gehabt, immer ein Stück vor, ein Stück zurück. Genau. Und diese blöden Reformen will ich nicht mehr. Ich will, dass die Kultusminister die Leine länger machen und den Schulen die Möglichkeit geben, das, wie sie Unterricht machen wollen, wie sie Unterricht einteilen wollen, dass sie das selber bestimmen können. Ich will also, dass die Macht von den Schulen ausgeht. Okay. Bringt mich aber, Herr Precht, bringt mich aber zu der Frage, 10 Tage vor der Bundestagswahl sind, glaube ich, noch genau 10. Warum Sie als einer, der meinungsfreudig ist, der provokant ist, in der vergangenen Woche in der Zeit gesagt haben, dass die Wahl zwischen Wahlen oder Wählen oder Nichtwählen nicht wirklich wichtig ist. Sie können Ihre Skepsis Politikern gegenüber haben oder der Politik gegenüber haben, aber dass ein Precht in der Zeit auf der ersten Seite sagt, wählen oder nicht wählen, das ist eigentlich vollkommen egal, das hat mich doch sehr stark gewundert. Das habe ich in einem Essay im Spiegel sehr, sehr ausführlich begründet, der auch diese Woche im Spiegel ist, und versucht zu erklären. Wir haben einen Wahlkampf gehabt, in dem wir uns über so weltbewegende Themen unterhalten haben wie Pkw-Maut oder 1 Euro mehr oder weniger Mindestlohn, denn darauf läuft es am Ende hinaus. Wir haben nicht gefragt, wie bändigen wir die Finanzmärkte? Wir haben nicht gefragt, wie werden wir in 10 Jahren in Europa leben wollen? Welches Europa wollen wir überhaupt haben? Wir haben uns nicht gefragt, welche Art von Wachstum wollen wir haben, zu welcher Art von ökologischem Preis? Wir haben uns nicht gefragt, wie soll ein zukünftiges, gerechtes Bildungssystem aussehen? Wer ist denn jetzt wir? Alles das, wir in der öffentlichen Debatte. Das heißt, die Parteien haben die richtig großen, wichtigen, spannenden Fragen, die diese Gesellschaft verändern werden, nicht thematisiert. Und wenn man einen Wahlkampf macht, in dem man sich die Popelsthemen raussucht, aber die wirklich wichtigen Dinge, die unser aller Leben verändern werden,
nicht thematisiert, dann ist das eine Farce. Natürlich habe ich einen Spiegelartikel gelesen, aber... Die Frage ist doch, wie man da rauskommt. Ich zitiere Sie aus dem eben erwähnten Spiegelartikel. Da schreiben Sie, in einer Aufregungsdemokratie, wir regen uns ja alle permanent auf, vor allem in den Medien, in einer Aufregungsdemokratie lebt der am längsten, der sich am wenigsten aufregt. Und wer sich an nichts herantraut, der kann weder real noch medial scheitern. Mhm. Das ist das Erfolgsgeheimnis von Angela Merkel. Wäre... Okay, wenn Sie sagen, wir leben in einer Aufregungsdemokratie, dann frage ich Sie, Herr Steinbrück hat heute in der Süddeutschen Zeitung mit einer Geste wieder mal für Aufregung gesorgt, die wir jetzt einblenden. Er hat nämlich in dieser Fotostrecke gesagt, auf die Frage, Pannenpeer, Problempeer, Perlusconi, neue Spitznamen, da müssen Sie sich keine Sorgen drum machen. Oder so geantwortet, ist ja ein Spiel ohne Worte. Passt das in die Aufregungsdemokratie oder wie deuten Sie das? Also innerhalb eines langweiligen Wahlkampfes ist das natürlich eine Form, also ein Zeichen zu setzen. Ich glaube, Stefan Effenberg hat das mal bei der Fußball-WM gemacht und ist daraufhin irgendwie ausgeschlossen worden aus der Nationalmannschaft. Man kann natürlich Steinbrück deswegen nicht aus der SPD ausschließen, aber immerhin redet man über die SPD und vielleicht hat sich das ja doch so gesehen am Ende dann gelohnt. Ich würde trotzdem noch mal gerne fragen, wo Sie die Ursache darin sehen, dass die für Sie wichtigen Themen im Wahlkampf nicht behandelt wurden. Es gibt doch Journalisten. Weil die Parteien auf diese Fragen keine Antworten haben. Ja, aber es gibt doch Menschen, weil die sie in diesen Bereichen viel zu wenig Macht haben und nicht bereit sind, dem Wähler zu sagen, wie groß ihre Ohnmacht ist. Wichtige gesellschaftliche Entwicklungen werden heute vom technischen Fortschritt dominiert. Dieser technische Fortschritt, den denken sich die Visionäre und Utopisten bei Google aus, bei Microsoft, bei Amazon. Das alles ändert unsere gesamte Gesellschaft, die Art, wie wir kommunizieren, auch die Art und Weise, wie unsere Schulen mal aussehen werden. Wenn alle Menschen mit der Google-Brille rumlaufen, sie pausenlos online sind, das wird die gesamte Lebenskultur, das wird die Kommunikationskultur verändern. Aber auf diese Dinge haben Politiker keinen Einfluss. Und deswegen tabuisieren sie all diese Themen, die uns wirklich bewegen, an die sie sich aber nicht rantrauen, weil sie nicht wissen, wie. Und dann bleibt so ein Quatsch wie PKW-Maut am Ende noch als Wahlkampfthema übrig. Herr Kokisch, Sie haben eben applaudiert, als er das gesagt hat, von den Schwierigkeiten mit Wählen und Wählen, dass die wichtigen Themen draußen waren. Was ist Ihre Meinung dazu? Wozu? Er hat ausgeführt, dass die wichtigen Themen draußen geblieben sind, so, dass wir im Wahlkampf nur Banalitäten hatten. Womit erklären Sie das? Sie haben ja da applaudiert. Das hat Sie irgendwo angesprochen. Ja da habe ich noch, hätte ich noch ein paar andere Sachen auf Lager, aber das würde jetzt so weit führen. Die politische Neutralität. Sie sei gestattet. Ganz klar. Da würde ich mal sagen, das Buch geht um die Schule, aber es gibt viele Themen, die Sie bewegen. In dieser Woche, wie gesagt, aktuell im Spiegel der große Bericht über die Aufregungsdemokratie und die Macht der Zahlen. Herr Brecht, schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen im Schulbereich und da gibt es eine ganz banale Frage, die ich an Frau Klockmann richten möchte. Haben Sie eigentlich heute Zeitung gelesen? Ja, heute Morgen. Lesen Sie regelmäßig Zeitung? Nee, eher Bücher. Das wundert mich jetzt, diese Antwort. Weil ich natürlich weiß, deswegen sind Sie ja hier, dass Sie viele Jahre große Schwierigkeiten hatten, zu lesen und zu schreiben. Das heißt, mittlerweile haben Sie sozusagen auch die Lust entdeckt, mit geschriebenen Wörtern umzugehen. Also Zeitung lese ich nicht so häufig, aber eher Bücher. Das sind eher so, ich habe mein erstes Buch mit 19 gelesen. Danach fing es so langsam an, mein Bücherregal, das wächst und gedeiht mittlerweile. Ja, ich habe Sie ja eben schon gefragt, wie es bei Ihnen das Grundgefühl so in der Schule war. Und ich hatte eigentlich gedacht, nachdem ich ja eben gelesen hatte, dass Sie irgendwo mit Lesen und Schreiben auf der Strecke geblieben sind, dass Sie sagen, war für mich irgendwie ziemlich doof, dass ich mich immer so weit hinten fühlte. Aber Sie haben eben gesagt, das war gar nicht so schlimm, ich hatte zwar Prüfungsstress, aber mehr nicht. Ja, teilweise. Also wenn wir eben halt Diktat oder eben halt Unterricht hatten, wo wir eben halt geprüft worden sind, lief mir der Schweiß runter, aber wenn wir eben halt so offene Sachen hatten, wie an der Tafel oder auch sonstige Sachen, ging es eigentlich auch in der Schule. Also war eher das freie Sprechen sozusagen. Ja, mit Sprechen war es natürlich gut, aber haben Sie eigentlich eine angeborene Schreib- und Leseschwäche, eine Legasthenie? Es wurde mal getestet, ja, vor vielen Jahren, aber das kann man, hat sich hat sich herausgestellt sozusagen, dass man so ein bisschen Leserechtschreibschwäche hat.
habe. Frau Landerbach, Sie sind Lehrerin an der Volksschule, haben bestimmte Kurse auch für Menschen, die große Schwierigkeiten mit Lesen und Schreiben haben. Und ich habe eine Zahl gelesen und ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Man spricht von funktionalen Analphabeten und benennt die Zahl 7,5 Millionen in Deutschland. Das ist so unglaublich viel. Was fällt denn da alles drunter? Ja, wir haben, also ich sag mal so, in der Alphabetisierungsszene waren wir eigentlich auch darüber erstaunt. Wir haben immer gerechnet mit der Zahl 4 Millionen. Das waren die, die von Hauptschulen abgehen oder keinen Hauptschulabschluss haben. Also Förderschule oder eben keinen Hauptschulabschluss. Das wären dann so ungefähr 4 Millionen gewesen. Und dann hat also eine Professorin, eine Hamburger Professorin, also eine richtige Untersuchung gemacht, so ganz mit allen wissenschaftlichen Sachen durchgeführt. Und da sind diese Zahlen dabei rausgekommen. Und man hat festgestellt, dass die Bandbreite sehr groß ist. Also von Level 1 bis Level, ich glaube, 6 ist insgesamt. Und diejenigen, die es eben nicht so gut können, ist Level 1 bis 3. Das sind diejenigen, die keine Wörter schreiben können. Das wären jetzt so wirklich völlige Analphabeten. Und dann gibt es eben die, die Wörter schreiben können, die Sätze schreiben können, die Sätze lesen können, die kleine Geschichten lesen können. Die größte Zahl ist die, sag ich mal, das sind so eben wie Solberg auch, die so schreiben, wie sie sprechen. Und dazu gehören auch die, die man dann so Legastheniker nennt. Also ich bin mit dem Begriff nicht so ganz zufrieden, weil er so schwammig ist. Also es heißt ja eigentlich übersetzt Lese-Rechtschreibschwäche und das ist halt alles. Und man kann aufwendige Diagnosen betreiben und es gibt auch Forscher, die sagen, es ist erblich irgendwie. Aber letztendlich hat man die Diagnose und dann muss man eben überlegen, was macht man dann? Also wie sieht der Unterricht aus? Wie hilft man den Menschen? Und da sitzt man dann wieder, da bin ich seit 25 Jahren dabei, ich weiß nicht, es gibt nicht die Methode, leider. Drehen wir es mal wieder um und fragen Sie, Solveig Lockmann, wie war das denn für Sie, in der Schule zu merken, man muss dazu sagen, Sie sind relativ früh auf eine Förderschule gekommen, aber dann zu merken, also mit dem Lesen und Schreiben, da komme ich nicht mit. Da kriege ich Schweißausbrüche beim Diktat, ich schaffe das einfach nicht. War eigentlich sehr früh sichtbar, aber meine Klassenlehrerin oder damals hat gesagt, die schafft das schon irgendwie. Und ist nicht näher auf Sie eingegangen? Doch, ich habe noch bestimmten Unterricht gekriegt. Also ich habe eine Weile vor dem PC gesessen, als sie da damals rauskam. Oder sie hat mir das eben halt vorgelesen im Unterricht, wenn ich dann nicht weiter kam. Und da hat sie mir meistens immer nur geholfen. Also ich brauchte. Und wenn sie nach Hause kam, haben Sie mit Ihrer Mutter mal geübt oder so? Oder mit Ihrem, Sie sind, glaube ich, bei Ihrer Mutter allein aufgewachsen? Teilweise, mein Vater ist ziemlich früh verstorben. Mhm. Hat Ihre Mutter Ihnen helfen können? Nee. Wir sind wie Hund und Katze. Ja, das ist schlecht. Nee. Also wenn ich dann immer mit meiner Mutter dann gelernt habe... Gab's Krach, aber richtigen Krach. Das heißt also, im Grunde genommen kann man doch wirklich sagen, dass Sie zur Schule gegangen sind, eine normale Schülerin hier in Deutschland, und irgendwie klappte das nicht. Und man hat Sie dann aber einfach so mit durchgezogen. Ja. Das heißt, Sie haben einen normalen Schulabschluss von der Förderschule und kamen da raus und konnten nicht richtig lesen und schreiben. Ja. Ich war ja noch nicht mal so weit, dass ich einen Beruf erlernen konnte, sozusagen, damals. In der Schule wird doch viel über das gesprochene Wort vermittelt und über das geschriebene Wort. Wie schlängel ich mich denn da jahrelang durch, wenn ich dann nicht mitkomme? Abschreiben, gucken, fragen, geht alles. Das ist doch permanent Druck. Nee, muss clever sein. Aber das ist ja ein Punkt. Am clever sein hat es ja nicht gelegen. Ja. Sondern daran, dass irgendwas nicht vermittelt worden ist. Ich meine, das ist doch wieder ein Thema, was auf Ihre Mühlen gibt, Herr Precht. Ja, ich finde es ja wunderbar. Also man muss ja da sagen, das ist zumindest eine Form von Kreativität, die in unserem Schulsystem gefördert wird. Also sich auf eine elegante Art und Weise durchzumogeln. Aber das Interessante ist, wir haben in unseren Schulen keine zureichende Beziehungskultur. Das heißt, die Lehrer sind immer nur für relativ kurze Zeit für die Klassen verantwortlich. Sie kriegen mal für ein Jahr einen Lehrer, dann ist dieser Lehrer wieder weg. Dieser Lehrer ist für ihre Bildungsbiografie nicht verantwortlich. Sie haben also nicht quasi Lehrer um sich herum, die sich von Anfang an um sie kümmern und alle das Ziel haben, sie optimalst in Entfaltung ihrer Potenziale dahin zu bringen, wo sie hinkommen können. Und wenn Sie das machen, müssen Sie sehr, sehr vieles ändern. Unter anderem das Klassensystem nach dem 6. Schuljahr auflösen und eben diese Form von Projektarbeit, Form der individuellen Förderung machen. Mehr Sozialpädagogen in die Schule, die sich von Anfang an kümmern, Kinderpsychiater und dergleichen mehr, Logopäden. Das heißt, dieses System muss darauf ausgerichtet sein, zu sagen, wir nehmen jeden mit.
Stattdessen ist die Schule darauf ausgerichtet, zu sagen, wir nehmen gerade nicht jeden mit. Das wäre ja noch schöner, wenn jeder am Ende einen Abschluss machen würde. Dann wäre ja nichts mehr wert. Ja, ich habe mit einer Kollegin gesprochen, die sagt, ich habe auch einfach das Problem, ich sehe mich einem Schulsystem gegenüber und das eine Kind ist sehr begabt und geht so durch, so eine kleine Überfliegerin eigentlich, und das zweite Kind hat große Probleme mit dem Lernen, mit der Konzentration, mit allem Möglichen. Beide gehen aber erstmal auf eine Grundschule, auf die gleiche, und die Förderung sieht ganz anders aus. Also irgendwas stimmt da nicht, weil man nicht individuell auf die Kinder eingehen kann, sagt sie. Sie haben ja vorhin auch gesagt, sie hatten zwei Lehrer, die so beeindruckend und prägend für sie gewesen sind. Das deckt sich mit dem, dass Lehrer ja so eine Vorbildfunktion haben. Auch mit ihrer eigenen Persönlichkeit haben zu dem gestanden, was sie voreilig mal gesagt hatten. Und haben nicht gekniffen vor der Klasse. Der eine hat den Schuldienst verlassen, freiwillig. Und der andere hat immer weitergemacht und immer das Gleiche wieder behauptet, obwohl man ihm sagte, das unterlassen Sie jetzt bitte. Ich glaube, die haben mehr geschafft, mehr Energie und Potenzial für Entwicklung. Ich weiß nicht, als wie viele Lehrbücher da waren. Freigesetzt. Als Vorbild letztlich ja natürlich dann auch. Ne? Sie arbeiten heute in einer Großküche und müssen mit allem möglichen Schriftlichen umgehen. Wie schnell geht das heute? Wie schwierig ist es für einen Menschen, der erst relativ spät den Zugang gefunden hat zur Schriftsprache? Also es wird immer so ein bisschen daran hapern. Also ich komme eigentlich ganz gut zurecht sozusagen. Also wir haben so Listen, wie wir eben halt arbeiten, welche Zutaten wir brauchen und sonst gesagt, das geht eigentlich ratzfatz. Mittlerweile. Man muss wissen aber auch, wie die Verpackungen aussehen, was der Inhalt ist. Und das sind auch, also früher habe ich eher aufgepasst, wie die Verpackungen aussehen. Dann wusste ich, okay, Milch sieht so aus, Butter sieht so aus und so. Also so habe ich mich eher durchs Leben geschlängelt. Ich stelle mir trotzdem Ihr Leben relativ schwierig vor, auch wenn Sie offen sind und schlagfertig und sage, ich war eben clever genug, habe mich durch. Aber es geht, fängt das bei allem. Es geht ja nicht um Zeitungen, es geht um das tägliche Leben, es geht um Fahrpläne, die man lesen muss beispielsweise. Ja, wenn man mit dem Bus irgendwo hin will oder mit dem Zug oder mit der Straßenbahn, was weiß ich. Es gibt immer die blaue Linie, es gibt die gelbe Linie und das war die blaue Peter immer nach Hause. Wir haben 25 Jahre Erfahrung, jetzt damit, wie Sie gesagt haben. Sorgfalt ist ja selbstbewusst, ja? Glücklicherweise. Also Frau Klockmann hat es geschafft, sozusagen, sich auch durchzusetzen. Aber wie stark ist der psychische Druck, der auf vielen Menschen lastet, die eben genau dieses Manko täglich erleben? Ja, das ist eigentlich die Haupterfahrung, auch die ich gemacht habe in diesen 25 Jahren. Also wir machen immer am Anfang eine Einstiegsberatung, wo man auch so ein bisschen einstuft, um zu gucken, was... Also ich vermeide das Wort Test. Eben so guckt, was kann derjenige. Da habe ich also 50-jährige Männer sitzen haben, die geweint haben, weil sie einfach so Druck empfunden haben und gesagt haben, ich habe ihnen jetzt zum ersten Mal von meinem Problem erzählt. Und also das ist schon was einen wirklich berührt. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn man diesen Schritt erstmal gemacht hat, also erstmal sich geoutet hat, angerufen hat beim sogenannten Alpha-Telefon zum Beispiel und dann gesagt kriegt, ja, da in Hamburg gibt es eben die Volkshochschule, da kann man also hingehen. Wenn der Schritt gemacht ist, dann ist, sage ich immer, ist die halbe Miete. Weil dann kann ich im Gespräch das ein bisschen locker machen und dann kann ich sagen, okay, es gibt also einen Kurs mit 6 Leuten drin, da sind alle, haben alle dasselbe Problem. Es geht nach deinem Tempo. Ne? Also genau, man stellt sich nicht jetzt auf eine Methode ein. Man sagt nicht, wir machen das jetzt mit der Ganzwortmethode oder mit der, sondern wir gucken, wo bist du gescheitert? Und was machen wir jetzt gemeinsam, damit du es lernst? So, und dabei kommt nicht unbedingt heraus, dass derjenige es wirklich hundertprozentig lernt. Also schon gar nicht so, wie in der Vorstellung immer ist, wenn mich Journalisten fragen, ja, wie lange dauert das denn? Also erstmal vergleicht man natürlich, wie lange dauert die 4 Jahre Schule, jeden Tag Unterricht, jeden Tag Lesen und Schreiben. Und ich sage immer, es ist genauso, als wenn ich jetzt zum Erwachsenen sage, nun lern du mal Geige. 2-mal die Woche nach einer 40-Stunden-Arbeit. Das kann keiner. Ich würde auch nicht fragen, wie lange dauert das, sondern wie schwer ist das für einen Menschen, der beispielsweise 50 Jahre alt ist? Ja, also das Erstaunliche ist, wir haben, sag ich mal, 99% Erfolg damit, dass ich den Leuten, dass die Leute rausgehen aus dem Kurs, wenn sie jetzt sagen, ich kann nicht mehr, keine Zeit oder sonst irgendwie was. Die haben das Selbstbewusstsein, aufzutreten, zu sagen, ich habe dieses Problem, hilf mir mal.
Die kommen und sagen, jetzt habe ich endlich Selbstbewusstsein, ich muss mich nicht mehr verstecken, ich muss nicht mehr sagen, ich habe die Brille vergessen, sondern ich kann jetzt sagen, ich mache da immer Rechtschreibfehler, können Sie mal da drüber gucken. Wenn ich das erreicht habe im Kurs, dann sage ich, das ist der Erfolg. Es gibt eben nicht die Regel, die sagt, ja, ich kann allen das vermitteln und alle lernen das dann. Das gibt es leider nicht. Es gibt welche, die sind 10 Jahre im Kurs, gehen mit Begeisterung 2-mal die Woche in den Kurs und sagen, wenn ich da rausgehe aus dem Kurs und nicht mehr komme, dann ist das alles wieder weg. Also dieses berühmte Lernen ist wie Schwimmen gegen den Strom. Also wenn ich aufhöre zu schwimmen, dann gehe ich wieder zurück. Also es gibt die Bandbreite Leute, die eben 10 Jahre dabei sind, die 3 Semester dabei sind, die alles lernen. Ich habe eine, die hat ein Buch geschrieben. Die konnte gar nichts. Die hat wirklich eine Sinti-Frau, die hat 3 Buchstaben schreiben können und die hat ein Buch geschrieben. Und Sie haben sich getraut, es relativ früh anzugehen und lesen heute einfach gerne. Ja, genau. Das ist super. Haben Sie eine Buchempfehlung zum Schluss? Im Moment nicht. Okay. Solveig Lockmann, schön, dass Sie hier das gesagt haben. 7,5 Millionen, eine Zahl. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Meine Damen und Herren, das war der Kölner Treff heute mit den unterschiedlichsten Geschichten, Meinungen und Ansichten. Schön, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns nächste Woche hoffentlich wieder. Ein schönes Wochenende und herzlichen Dank hier an die Runde. Vielen Dank. Tschüss zusammen.